Einen wunderschönen guten Abend euch und hiermit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Linux-Fragestunde. Freut mich, dass ihr alle dabei seid und ja, ich find's toll. Ja, das Wetter draußen ist wunderschön. Ja, jedenfalls bei mir, die Sonne scheint. Geilstes Wetter wahrscheinlich zum See zu fahren. Und was machen wir alle? Wir sitzen hier irgendwo, ja, in so einem stillen Kämmerchen und ihr schaut den Stream, ich mache den Stream und am Ende, ja, ignorieren wir einfach mal das schöne Wetter. Ein bisschen schade, aber hey, komm, sowas muss auch mal sein, beziehungsweise ich habe gehört, die nächsten Tage wird es auch noch gut. Von daher, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass schon so viele Leute dabei sind. Und ja, erstmal ganz am Anfang, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie jetzt oder könnt ihr sie immer jetzt in den Chat hier rein posten. Und genau am Ende, beziehungsweise ich komme dann einfach chronologisch dann auf die Fragen zu. Schreibt gerne jetzt mal eure Fragen in den Chat, egal wie blöd sie ist, egal wie, keine Ahnung, ja? Hauptsache, wenn es eine Frage ist, die euch interessiert im Bereich Linux oder im Bereich Open Source. Dann schreibt sie einfach mal rein. Ich würde sagen, wir kommen einfach auf alles zu sprechen. Und dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal direkt los. Und ja, es wurde ja schon immer mal wieder ein bisschen was reingeschrieben. Und seht ihr jetzt eigentlich meinen Chat? Doch, den müsstet ihr jetzt dann hoffentlich gleich sehen. Ja, den seht ihr. Und dann würde ich sagen, wir fangen doch einfach mal gleich an. Ja, eine Frage, die wohl viele haben. Wie macht man ein Upgrade von Linux Mint 19.3 auf Linux Mint 20? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dazu kommt auch demnächst ein Video. Die Sache ist, Linux Mint hat meistens, also ich bin hier noch auf der Linux Mint Version 19.3, hat meistens dann so einen Upgrader, der dann eben, ich sag mal, irgendwann dann hier erscheint, glaube ich, dass man dann hier. Nee, warte mal. Das ist während den Zwischenversionen. Wenn man so eine richtige Version quasi wechselt, also von 19 auf 20 oder von 18 auf 19, war das dann immer relativ groß und da müssen wir einfach mal schauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob die überhaupt so einen Installer wieder anbieten. Das können wir vielleicht hier auch mal schauen. Update. Okay, Upgrade oder so was. Important Info. Schauen wir mal. Ja, jetzt schaue ich hier gerade live was nach. Aha, das wird nicht sein. Release Notes, wenn dann noch. Genau, hier die Known Issues, Home Directory und so weiter. Gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass in den wenigen Wochen eine Instruktion kommt, wie man von Linux Mint 19 auf Linux Mint 20 relativ bequem aktualisieren kann. Wenn wir feststellen sollten, dass sowas nicht kommt, dann habe ich natürlich auch noch was im Petto. Also alles gut. Ihr müsst da dann nicht auf der Linux Mint Version 19 versauern. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen, hoffe ich, ein Video dazu machen. Ich selber bin auch noch nicht rüber gewechselt. Weiß ich nicht, wann ich das machen werde. Ich muss sagen, ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden. Das System ist fertig eingerichtet. Mein Vater sagt immer den schönen Spruch, never touch a running system. Und ja, Mai, das Ding hat jetzt noch 3 Jahre Updates. Ja, gut, wie ich mich kenne, ich werde wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen irgendwann updaten oder aktualisieren. Wenn jetzt jemand sagt, so, hey, ich bin eigentlich mit der jetzigen Version zufrieden, dann bleibt da auf jeden Fall noch drauf. Ja, wenn ihr die Version 19 habt, dann habt ihr noch 3 Jahre Zeit. Wenn ihr eine 18er Version habt, dann würde ich euch mal empfehlen, ja, jetzt auf die 19er dann zu aktualisieren. Werde ich auf jeden Fall mal ein Video dazu machen, zu dem ganzen Aktualisierungszeug nochmal. Und genau. Freut mich auf jeden Fall, dass es euch interessiert. Und ja, schreibt doch einfach mal gerne in die Kommentare jetzt selber, beziehungsweise in den Chat, wie euch die neue Version gefällt, ob die euch taugt, ja, was euch daran taugt oder ob eigentlich die 19.3 zum Beispiel bei euch eigentlich auch noch reicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir reicht diese Version noch komplett aus. Ich habe jetzt nicht dieses geile neue Feature, was ich jetzt unbedingt brauche für die neue Version. Das hatte ich früher bei Linux Mint, aber ich habe das Gefühl, dass es die letzten Releases wirklich echt selten geworden ist, dass man wirklich so richtig tolle, krasse, große neue Änderungen hat.
Das ist eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen ausgeblieben, weil halt eben zwei Hauptentwickler von Linux mit weg sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es jetzt nicht, wie es momentan aussieht, aber ich habe so das Gefühl, dass sich tatsächlich insgesamt das Entwicklungstempo von Linux Mint schon verringert hat. Na? Gut, ist ja schade, aber soweit muss ich sagen, ist es immer noch eine richtig gute Distribution und ich kann mich da wirklich absolut nicht beschweren selber und ich denke, ihr auch nicht. Hoffe ich einfach mal. So, ja, genau, wunderbar. Kannst du heute bitte was zu deinem Handy sagen? Ich glaube, das interessiert viele, schreibt Alexander N. Ja, da habe ich, glaube ich, auch schon mal ein paar Kommentare bekommen. Ich habe jetzt heute ein neues Video hochgeladen, wie man Lineage OS selber installiert auf einem Smartphone. Das habe ich für eine Bekannte eingerichtet. Ja, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt und es euch interessiert, schaut euch das gerne mal im Anschluss an. Ja, Lineage OS Linux Guides. Schauen wir mal, doch, da ist es schon. Jetzt erst vor einer Stunde hochgeladen worden, ja, wirklich auch für Anfänger eigentlich geeignet. Da gebe ich mal so einen Guide, wie man da an so ein Problem rangeht und tue jetzt in dem Video ein Redmi Note 8 installieren auf Lineage OS und ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mein eigenes Handy ist ein Xiaomi Mi A2. Ja, das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt oder wird jetzt 2 Jahre alt. Und da habe ich jetzt auch seit, ich glaube, 2 Monaten Lineage OS drauf. Mittlerweile auch komplett ohne Google, ohne WhatsApp, ohne Facebook und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, so ein bisschen schwierig ist es schon, weil ich habe schon gemerkt, ja, so ein paar Freundeskreise haben sich jetzt am See getroffen, dies, jenes, und ich war halt nicht dabei. Das war halt schon ein bisschen schade und da muss ich schauen, dass ich das auf jeden Fall irgendwie wieder hinbekomme. Wollte ich auf jeden Fall ein Video dazu machen, wie für mich selber die Umstellung war, was ich überhaupt alles gemacht habe, wie ich das gemacht habe, was ich für Alternativen jetzt nutze. Und ja, ich denke, das könnte vielleicht ein paar Leute interessieren. Schreibt da gerne auch mal eure Sachen in den Chat rein, die ihr vielleicht tut, was ihr den anderen Leuten empfehlt, wenn die vielleicht wirklich von Google und von WhatsApp und so weiter wegkommen wollen. Oder ja, wie eure Erfahrungen mit Lineage OS oder anderen Alternativen. Smartphone-Betriebssystemen sind, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Also ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen und ich denke, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein Video in der Zukunft veröffentlichen. Momentan muss ich sagen, habe ich echt ganz, ganz viele verschiedene Ideen, die ich ja quasi hochladen kann und von daher, ja, freut euch da auf jeden Fall auf tolle Videos in der nächsten Zeit. Ja, ich habe richtig viel Lust und richtig viele Ideen und ich hoffe, euch gefallen sie am Ende auch. Hat jemand Ahnung, wie ich AutoCAD mit Wine auf Linux Mint zum Laufen bekomme? Es lässt sich nicht installieren, schreibt Lucky Cookie. Ja, lieber Lucky Cookie, das ist eine gute Frage. AutoCAD, ja, schaue ich mir doch mal an. Nicht AutoScout24, das brauchen wir nicht. Okay, ne? Ist halt nur für Linux und für Windows und Mac. Ich sag mal so, so eine Faustregel, wenn du wirklich professionell damit arbeiten willst, dann lass es, dann installier dir irgendwie ein Windows 10 auf einer VM oder sowas und lass es darüber laufen. Ich kann dir nicht empfehlen, sowas professionell dann auf einem System zu nutzen, was offiziell nicht unterstützt ist. Da wird es sicher irgendwo welche Probleme geben und du wirst damit höchstwahrscheinlich nicht glücklich. Von daher, wenn es da wirklich eine gute Lösung gibt, ja, zum Beispiel über, hat glaube ich jemand dann drunter geschrieben, über Lutris oder so, dann schau dir das gerne mal an oder vielleicht gibt es auch was auf YouTube dazu schon. Aber wenn das jetzt irgendwie eine 20-teilige Terminal-Befehlskette ist, dann lass es lieber sein und wenn du es wirklich professionell brauchst, bist du da unter Linux. Wenn du wirklich auf Autodesk, nee, AutoCAD angewiesen bist, dann. Ja, kann ich dir leider nur raten, Linux in dem Fall leider nicht zu nutzen. Tut mir sehr, sehr leid. Aber ja, glaub mir, du verschwendest damit wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit. Am Ende funktioniert es trotzdem nicht so gut und am Ende bist du einfach nur mega enttäuscht von Linux. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. So. Dann schauen wir doch mal. Ja, genau. Falls ihr jetzt irgendwelche Fragen habt rund um Linux, dann schreibt sie gerne mal in den Live-Chat jetzt. Wir kommen da halt immer nach und nach hin.
Und ich würde sagen, wir legen einfach mal gleich weiter. Kannst du heute genau bitte zu dem Handy was sagen? Habe ich schon ganz kurz gemacht. Hi, kommt demnächst ein Video zum Upgrade von Linux Mint 19 auf 20. Habe ich auch schon beantwortet, wird auf jeden Fall kommen. Erste Frage, warum sieht bei dir Mint so anders aus? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier Mint in der XFCE-Edition. Also ich habe mir einen XFCE-Desktop sogar tatsächlich dann nachinstalliert. Und ja, habe mir den halt so ein bisschen eingerichtet. Habe hier oben eine ganz normale Leiste, wie man sie eigentlich kenne von XFCE. Ja, habe ich halt nach oben gepackt. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, nichts verändert, außer die Start-Icons hier weg. Ja, halt hier ein ganz normales Whisker-Menü. Und hier unten dann eben so eine kleine Schnellstartleiste, wo ich dann verschiedene Anwendungen mit einem Klick installieren kann, aber auch meinen Rechner herunterfahren kann zum Beispiel. Ja, habe ich mir so eingerichtet. Finde ich eigentlich ganz nett und ich muss sagen, taugt mir sehr. Ja, aber das ist jetzt so mein persönliches, oder ich sag mal meine persönliche Oberfläche, die ich jetzt hier auf meinem Haupt-PC habe. Damit bin ich jetzt die letzte Zeit ganz gut gefahren. Und auf meinem normalen Laptop habe ich aber zum Beispiel ein stinknormales Linux Mint Cinnamon eigentlich absolut nicht verändert. Und ich muss sagen, damit komme ich auch sehr gut zurecht. Ja, interessiert euch das Ganze hier mal, dann kann ich da gerne auch mal ein Video zu machen. Ansonsten, ja, dann halt nicht. So, wunderbar. So, Bier offen, Hose offen, Fenster zu. Natürlich in der Nähe, kann losgehen. Hallo, Sören Gethi. Schön, ja, viel Spaß. Wunderbar. So, okay. Eieiei, hier wurde ja schon viel geschrieben. Das freut mich, das freut mich. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Hast du schon Elementary OS genutzt? Schreibt I am Woozer. Ich habe schon mal Elementary OS genutzt, ja. Falls ihr nicht wisst, was Elementary OS ist, Elementary OS, da, 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 da. Hier haben wir es, ja. Ist quasi so eine Apple-Variante, wenn man so will. Also ist eigentlich am Ende Linux, was auch auf Ubuntu basiert. Ist aber ziemlich, ja, Apple nachinspiriert an verschiedenen Sachen und verhält sich auch teilweise so wie Apple in der Benutzung, beziehungsweise ist wirklich darauf getrimmt, dass es sehr, sehr einfach gehalten ist, sehr clean gehalten ist. Das Design ist nicht das ultramodernste, auch so genauso wie bei Mac, würde ich mal sagen. Also eigentlich das Mac OS für die Linux-Nutzer und ist tatsächlich ein sehr schönes Betriebssystem, gefällt mir auch sehr gut. Meins persönlich ist es einfach nicht. Einfach vom Design, von der Aufmachung her. Ich weiß ja nicht, gefällt mir nicht so gut. Ich war aber jetzt nie auch Mac-Nutzer, von daher ja, habe ich dem auch wenig auszusetzen. Wobei zum Beispiel ich hier jetzt so eine Leiste unten dann doch schon angebracht habe, wie jetzt hier. Aber ich muss sagen, probiert es gerne mal aus. Ist ein tolles System. Habe ich auch schon mal ein Video zugemacht. Elementary OS. Linux Guides, schauen wir mal. Das ist aber auch schon vor einem Jahr her. Könnt ihr gerne mal anschauen, das Video. Hat sich wahrscheinlich noch gar nicht so viel verändert. Wir sind noch bei der Version 5.1, lese ich hier gerade wahrscheinlich. Ja, hier müsst ihr 0 Dollar eingeben. Dann könnt ihr Elementary OS herunterladen und das ist die Version, da sehen wir es auch, 5.1.5 Hera. Ja, gut, werde ich mir wahrscheinlich mal anschauen, wenn dann nochmal ein größeres Release rauskommt. Und dann ja, hat sich dann vielleicht auch nochmal einiges verändert. Ist jedenfalls ein schönes Betriebssystem, wobei ich selber jetzt keinen großen Grund sehe, direkt genau das zu nutzen, weil ja, für mich selber hat es keine Vorteile. Auch wenn es dann so ein Picture-in-Picture-Mode gibt und so weiter, jetzt vom Fenstermanager direkt unterstützt. Ich muss sagen, ich brauche den ganzen Mist gar nicht. Mist ist es nicht, aber ich brauche es halt nicht. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zur nächsten Frage. Hallo, wann machst du mal mit Joe einen neuen Podcast? Fragt Dark Grave oder Grave. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss sagen, Joe und ich haben uns jetzt die letzte Zeit nicht mehr häufig, ich sag mal, gesprochen. Einfach weil Joe momentan sehr beschäftigt ist. Habt ihr ja auf seinem Linux-Kanal auch gesehen, dass er da ja echt mittlerweile sehr wenig macht, was ich sehr, sehr schade finde. Das Einzige, was ich Joe wünschen kann, ist, dass er irgendwann ja, vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat wieder für sein quasi Hobby. Und ja, von daher.
Ja, von meiner Seite aus würde es gerne weitergehen. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich einen Podcast so alleine aufnehme, wobei ich mich dann eher dagegen entschieden habe und dann eher jetzt so einen Livestream einfach mal alle Monate oder jeden Monat einfach mal mache. Und ich hoffe, das kommt bei euch vielleicht auch ganz gut an. Und dann schauen wir ja einfach mal, was da so die Zeit bringt. Und wer weiß, wird wahrscheinlich nicht die. Das letzte Format sein, was ich gemacht habe. Und von daher kann sein, dass das Ganze mal wiederbelebt wird. Momentan ist nichts weiter geplant. Lust hätte ich auf jeden Fall. Und ja, vielleicht ergibt sich das mal mit einem anderen dann noch. Oder muss man halt einfach mal schauen. Ja, Frank Landgraf schreibt, ja, bei mir regnet es schon den ganzen Tag. Das tut mir sehr, sehr leid. Bei mir scheint wunderbar die Sonne. So ein paar Gewitterwolken am Horizont, die kündigen sich schon an, als ob das heute Nacht ungemütlich wird. Aber ja, ansonsten doch war das Wetter heute ganz angenehm. Und kleiner Fun Fact: Ich war heute, glaube ich, kein einziges Mal draußen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr wart da besser dran und seid wenigstens irgendwie zum Döner oder so gelaufen, ja. Nicht mal das habe ich gemacht. Irgendwie war ich heute sehr beschäftigt mit Uni-Zeugs. So, okay. Dann schauen wir doch mal weiter. Ist Linux mit jeder Hardware nutzbar? Schreibt Nomnus. Und da muss ich dir leider ganz klar sagen, nein. Also Linux ist nicht mit jeder Hardware nutzbar. Aber ich würde mal sagen, mit 90% der Hardware, die existiert, ist es auf jeden Fall nutzbar. Was so ein Ding sind, sind teilweise ein paar Drucker oder WLAN-Karten oder sowas in die Hinsicht Soundkarten. Das ist manchmal ein bisschen problematisch, aber ansonsten Grafikkarten, Prozessoren, alles mögliche andere ist eigentlich nutzbar. Wo es dann nochmal Probleme gibt, ist es dann zum Beispiel mit irgendwelchen Mäusen oder Tastaturen, die dann gewisse RGB-Beleuchtung haben, dass man das dann steuert, das kann sein, dass es dann nicht funktioniert unter Linux. Aber ansonsten kann man Linux eigentlich echt gut nutzen. Gut, bei meinem Laptop funktioniert der Fingerprint Reader nicht, also Fingerabdrucksensor. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten, ja, würde ich mal sagen, kann man das eigentlich schon mittlerweile ganz gut nutzen. Okay, also falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat rein. Ich komme da später noch drauf. Wir arbeiten alles chronologisch ab und ja, freut mich immer, wenn ich ein paar Fragen von euch lese. Hast du noch ein paar Tipps zum Thema Elementary OS und wie kann man in der Leiste die Auslastung und so anzeigen lassen? Schreibt einem Wusa. Ich muss sagen, weiß ich jetzt nicht auswendig. Vielleicht gibt es ein Applet dafür. Oder so eine Erweiterung. Ich glaube, das gibt es auch. Nee, auf Deepin gibt es auf jeden Fall. Aber bei Elementary OS muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich passen. So gut kenne ich mich dann doch nicht aus. Moin, moin, hätte mal eine Frage und vielleicht kannst du mir da helfen. Und zwar habe ich mir überlegt, einen Docker einzurichten. Würde da auch Debian als volles System laufen? Also quasi wie eine VM. Jetzt muss ich die Frage erstmal verstehen. Würde da auch Debian als volles System laufen, also quasi wie eine VM? Wenn ich die Frage richtig verstehe, das heißt, dass du einfach auf einem Debian ein Docker-Image installieren willst, ja, über dieses Docker und so weiter, funktioniert problemlos. Habe ich auch teilweise sogar auf Servern gemacht. Funktioniert problemlos. Ja, also Docker funktioniert ja unter verschiedenen Linux-Anwendungen bzw. Linux-Server-Sachen. Schau mal einfach mal, wo du das Ganze überall installieren kannst. Ah, Docker, ja, ist quasi so eine Container-Technologie für Serverprodukte, würde ich mal sagen. Jetzt brauchen wir hier genau Get Started vielleicht mal. Ja, Docker Desktop, Docker Hub, Docker Desktop. Ach, dickes Ei, habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich kenne nur diese Server-Variante. Docker Hub, Play with Docker. Irgendwo gibt's eine Anleitung. Getting started, install irgend sowas. Docker Hub, Docker Tools, Docker App, Kubernetes, FAQ. Müsste mal schauen. Warte mal. Docker Documentation wäre das wahrscheinlich. Jedenfalls, es wird auf sehr, sehr vielen. Wow, wie habe ich Dokumentation geschrieben? Er wird auf jeden Fall auf sehr, sehr vielen Linux-Distributionen unterstützt. CentOS auf jeden Fall, Debian auf jeden Fall, Ubuntu wahrscheinlich auch noch.
Jetzt Linux Mint und sowas wahrscheinlich nicht. Linux Mint ist ja aber auch nicht für Server gedacht. Ja, gut, jetzt haben wir hier einmal irgend so eine Seite, bin ich hier gelandet, auf RIP Tutorial. Kenne ich auch noch nicht. Ja, okay. Ja, also wird auf jeden Fall auf Debian so laufen, kann ich auch nur empfehlen als Serversystem oder sogar eigentlich CentOS, weil CentOS hat 10 Jahre Support und kriegt da Updates und Debian hat nur 5 Jahre Updates. Von daher kann ich euch CentOS in der Hinsicht nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich langfristig was mit Servern machen wollt. Ja, oder wenn ihr was Richtiges mit Servern machen wollt, dann halt ja, Debian oder CentOS. Wenn ihr irgendjemand mit Servern rumspielen wollt oder eher ein kurzfristiges Projekt machen wollt, dann ist Ubuntu da eine ganz gute Sache. Okay. Dann, in 2 Wochen soll die Info kommen. Okay, ich weiß zwar nicht für was, aber ihr wisst garantiert für was. Hi, ich bekomme kein Bild bei meinem Debian-basierenden System aus meiner AMD Vega 56. Bei Arch funktioniert alles ohne Probleme. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Fragt Jan. Ja, das kann daran liegen, dass einfach der Kernel von Debian einfach noch zu alt ist. Und Arch Linux, ja, weil das halt eben schon fast Bleeding Edge ist, dass die neuesten Kernel haben. Und Debian dümpelt, glaube ich, noch, wenn überhaupt, auf einem 4.9er oder sowas rum. Oder 4.15er oder sowas. Jedenfalls, ich glaube, nicht mal 5.0. Können wir mal schauen, auf was für einem Kernel die so liegen, gerade Debian. Ja, vielleicht sehen wir das hier auf Wikipedia sogar. Kernel. Müssen wir mal richtig suchen. Da. Haha, okay. Die neueste Version hat den Kernel 4.19. Schau. Also von daher noch nicht mal 5.0er. Wir sind, glaube ich, mittlerweile auf Kernel 5.8 oder sowas. Und von daher kann das sein, ja, 5.7 kann das sein, dass ganz einfach, ja, das. Einfach deine Grafikkarte unter Debian noch nicht unterstützt wird, weil halt Debian so ein bisschen, ich sag mal, nicht ältere Software hat, aber halt eben, ich sag mal, ausgediegenere und geprüftere Software und stabilere Software in der Regel hat, wodurch halt Debian für Server ganz gut geeignet ist, weil den musst du nicht unbedingt so häufig aktualisieren und es funktioniert immer noch alles nach Jahren. Und bei dem Arch Linux kann das halt schon mal ganz gut sein, dass du irgendwie nach 2 Monaten Updates dein System schon halb zerschossen hast, irgendwie durch komische Updates. Und von daher, ja, kann ich euch das hier nicht unbedingt für Server oder so empfehlen, aber ja, von daher bist du wahrscheinlich mit deiner AMD Vega 56 momentan noch eher an entweder einmal Arch Linux gebunden, Manjaro oder könntest du mal Ubuntu 20.04 oder Linux Mint 20 probieren. Ja, die müssten auch einen neueren Kernel drin haben. Vielen Dank für deine Videos. Ich bin ein Einsteiger im Thema Linux. Du hast mir bisher sehr geholfen, schreibt der Johann. Das freut mich, dass ich dir helfen konnte. Gerne wieder. Ja. freut mich immer, sowas zu lesen und ich muss sagen, sowas motiviert mich auch immer und das ist toll. Ja, der Warpinator ist fein bei Linux Mint 20, schreibt gut Daumen. Ja, du hast recht, Warpinator ist ein tolles Ding. Falls ihr es nicht wisst, was Warpinator ist, das ist so ein kleines Tool, wo man sich dann im lokalen Netzwerk zu anderen Linux Mint 20 Instanzen Dateien ganz schnell schicken kann. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Mein DaVinci Resolve 16 stürzt im Intro bei Searching Control Surfaces ab. Kannst du helfen? Fragt Jojo. Ja, da, Jojo, das ist ein sehr spezifisches Problem. Das kann ich dir natürlich nicht so auf Anhieb. Wie heißt das Ding nochmal? DaVinci Resolve. Da kann ich dir nicht auf jeden Fall auf Anhieb helfen. Was du machen kannst, ist dich im Support melden. Die machen das ja sogar offiziell für Linux, soweit ich weiß. Muss ich sagen, wollte ich auch schon immer mal ausprobieren und irgendwie habe ich es dann nie richtig geschafft. So, wo haben wir das hier? Ach du dickes Ei. Boah, ist das hier eine lange Seite. Wer will sich denn das alles durchlesen? Genau, Windows, Mac und Linux offen kompatibel. Genau, jetzt downloaden. Linux. Ja, ne?
Genau, er muss erstmal deine ganzen Kontaktdaten und so weiter eingeben. Ich muss sagen, sowas finde ich nicht schön. Man sagt, hey, das Ding ist offen, ja, lade es dir runter, du musst nur dein Vorname, dein Nachname, deine E-Mail, deine Telefonnummer, dein Land und deine Stadt angeben und dann kannst du es schon herunterladen. Ja? Am besten uns noch erzählen, warum du dieses Black Magic Produkt einsetzen willst. Sorry, das ist so unpersönlich und irgendwie, ich weiß nicht, was das soll. Aber gut. Dann, ja, musst du mal schauen, dich im Support melden. Kommt auch darauf an, wie du es installiert hast und welches Betriebssystem du hast. Wenn du jetzt zum Beispiel noch ein älteres Betriebssystem hast, kann das auch ganz gut daran liegen, dass es einfach noch nicht die neueste ja, Komponenten hat, halt irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich werde noch warten, bis alle anderen Upgrade gemacht haben. Erst wenn keiner mehr Probleme hat, werde ich upgraden, schreibt S.Schott. S.Schott, da gebe ich dir komplett recht. Diese Strategie versuche ich auch zu verfolgen. Manchmal gelingt sie mir auch wenn ich jetzt irgendwie nicht so heiß auf das Update bin. Von daher kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mit Linux mit 19.3 oder was ihr auch immer noch habt, noch glücklich seid und es noch Updates gibt. Warum müsst ihr dann wechseln? Also bleibt da auch gerne da drauf. Ist nur eine neue Version. Und ja, von daher, ja, müsst ihr mit euch ausmachen, ob ihr da unbedingt die neueste Version haben wollt oder ob die, die ihr jetzt eigentlich habt, eigentlich auch nicht schon noch reicht. So, muss ich bei einer ganz neuen Version komplett neu installiert werden? Schreibt Robin 0058. Das muss es. Das ist eine gute Frage. Ich werde es wahrscheinlich empfehlen in meinem Video. Werde ich aber natürlich so ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie man dann halt sich ein bisschen Arbeit währenddessen sparen kann. Aber tatsächlich von einer großen Version auf die andere große Version ist eine neue Installation eigentlich nicht schlecht. Ja, da könnte es ansonsten Probleme geben. Und dann hat man außerdem ein frisches System, hat keine irgendwie alten Pakete noch rumflacken, wenn man jetzt jemand ist, so wie ich, der irgendwie gerne mal sein System umbaut und dann wieder die Hälfte deinstalliert, dann wieder andere Software drauf installiert, viel mit PPAs macht und so weiter. Da könnte es schon sein, dass es dann nach einer Zeit irgendwie mal Probleme geben könnte. Und von daher, ja, so eine neue Version ist bei Leuten oder so ein Upgrader ist bei Leuten ganz gut gedacht, die jetzt nicht viel mit ihrem System machen und einfach nur das aktuelle System haben wollen. Die Leute, die aber groß ins System eingreifen, denen würde ich schon empfehlen, das Ding dann neu zu installieren. Gibt es eine Alternative zur Wallpaper Engine für Linux, schreibt Sir Morton. Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, was du genau damit meinst, aber ich kenne zum Beispiel, boah, wie heißt das Ding nochmal? Verity heißt das. Ja, da kannst du dir ganz einfach täglich neue Hintergrundbilder automatisch herunterladen lassen, die er dir dann einstellt. Und da könnte ich tatsächlich mal ein neues Video zu machen, das ist schon 3 Jahre her. Von daher kann ich dir das nur mal empfehlen. Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig interpretiert. Ist ganz schön, kriegst du immer jeden Tag neue Hintergrundbilder und teilweise sind sie auch echt schön. Manchmal, klar, ist wahrscheinlich überall, gefällt dir halt auch nicht jedes Hintergrundbild dann. Gibt es eine Möglichkeit, die Hardware mehr auszunutzen? Habe einen Ryzen 27 mit einer 2 GB RAM und GTX 1660 Ti. Ja, vom RAM wird kaum was genutzt. Thema für ein Video. Ja, Johann van der Smoot, eigentlich nicht. Ja. Ich denke, es ist ganz gut, wenn die Hardware gar nicht so krass ausgenutzt wird, weil dann ja, läuft dein System halt super schnell, super flüssig und das ist eine tolle Sache. Ja, die Sache muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch bei Bekannten von mir, die haben dann irgendwie jetzt schon eine GTX 2070 Ti oder so teilweise, ja, und so nach dem Motto, hey, wozu brauchst du die? Wirst wahrscheinlich die Hardware erstmal nie ausnutzen und von daher, ja, Linux nutzt die Hardware eigentlich in der Hinsicht dann schon meistens optimal aus. Musst vielleicht schauen, dass du bei der GTX 1660 Ti den Nvidia-Treiber installiert hast. Aber ansonsten kannst du es nicht besser ausnutzen. Herzlichen Glückwunsch für den guten PC. Wenn du willst, können wir gerne tauschen.
Ich bin auf meinem Produktivrechner sogar noch auf 18.3, schreibt Frank Landgraf. Ja, Frank, tatsächlich sind noch viele Bekannte auch noch auf Linux mit 18.2 oder sowas, keine Ahnung. Nur die Sache ist, das Ganze läuft in einem Jahr aus von den Updates, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und von daher solltest du mal langsam, aber sicher dann mal auf eine neue Version aktualisieren. Reicht aber auch noch in einem halben Jahr. Darfst du aber nicht vergessen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich nutze Linux Mint 19.2, 19.3 auf unterschiedlichen Laptops und habe auch nicht vor, zu 20 zu wechseln, schreibt Frank, ein anderer Frank, der Frank Goßmann. Ja, absolut, Frank, quasi gleiches Ding, wie ich schon vorhin erzählt habe. Okay. Dann einmal, was sagst du zu Subsystem von Windows? Das ist eine sehr gute Frage und ich muss dir ganz ehrlich beantworten, ich habe keine Ahnung. Ich selber habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt, weil ich selber kein Windows nutze. Und ich muss sagen, für Programmierer, für Informatiker in der Hinsicht ist es tatsächlich nicht schlecht. Mittlerweile kann man ja auch grafische Anwendungen, soweit ich weiß, darüber laufen lassen. Ist eine ganz coole Sache. Ich denke, es wird auf jeden Fall am Ende Linux auch helfen, bekannter zu werden. Und wird auf jeden Fall Linux nicht schaden, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil es ganz einfach eine höhere Plattformreichweite quasi bekommt und auch für verschiedene Leute einfacher dann zu erreichen ist und wahrscheinlich auch bequemer zu erreichen ist. Von daher wird es auf jeden Fall Linux nicht schaden. Ob das jetzt praktisch oder unpraktisch ist, das muss ich sagen, kann ich jetzt nicht beantworten. Ja, habe ich nie richtig genutzt. Weiß ich nicht. Hat da jemand von euch Erfahrungen? Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Eine gute Alternative zu WhatsApp ist auf jeden Fall Telegram. Für fortschrittliche Anwender ist Riot die Wahl. Schreibt Odiev. Ja, Odiev, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Telegram so meine Bedenken, weil wenn du mal so siehst, die Privacy Policy, dann ist das jetzt auch nicht so unbedingt, ich sag mal, das Gelbe vom Ei. Es geht schon, ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser als bei WhatsApp. Also sie sagen, sie tun halt deine Daten nie verkaufen, nie irgendwie anders, ich sag mal, ja, verwenden. Ungefähr so. Lest euch das mal bitte ein bisschen dann selber durch. Ja. So genau habe ich das jetzt hier auch nicht mehr im Kopf. Aber so die Sache ist, was für personelle Daten die nutzen. Ja, also einmal Basic Account Data, okay, E-Mail-Adresse, deine Nachrichten, ganz klein geschrieben, ja, Cloud Chats, Secret Chats, Media in Secret Chats, Public Chats, die Phone Number und Kontakte, Cookies, okay, gut, Cookies ist okay. Ja, aber so hier die Sachen, die nutzen sie alle. Ja, die werden wahrscheinlich keine großen Sachen damit machen, aber sie haben die Information und das finde ich schwierig. Deswegen empfehle ich stattdessen eher Signal. Signal macht das Ganze nicht, kann ich euch auch noch mal gleich die Privacy Policy zeigen. Ja, nutzt sogar Edward Snowden jeden Tag. Ja, und dann halt noch andere bekannte namentliche Leute. Ja, die ich jetzt alle nicht kenne, aber sie werden garantiert irgendwie ja, sicher sein oder beziehungsweise irgendwie, ne, eine Stimme haben, dass man ihnen da trauen kann. Jedenfalls, wenn man hier mal auf die Privacy Policy schaut, sehen wir mal so, was so bei was hier dann gesendet wird. Schauen wir doch mal. Signal is designed to never collect or store any sensitive information. Signal messages and calls cannot be accessed by us or other third parties because they are always end-to-end encrypted, private and secure. Ja, und genau, Privacy Policy, schauen wir mal hier. Und das ist die Information, die du providest, beziehungsweise ich sag mal selber zur Verfügung stellst. Also einmal die Account-Informationen. Die sind Ende zu Ende verschlüsselt. Dann einmal die Nachrichten selber. Signal cannot decrypt or otherwise access the content of your messages or calls. Ja? Also auch komplett verschlüsselt. Die Kontakte werden, glaube ich, in gewissen Hashes gespeichert. Da werden auch nicht mal die Telefonnummern gespeichert, soweit ich weiß. Und gut, wenn du den User Support hier kontaktierst, okay.
und Managing Your Information. You can manage your personal information in Signals Application Settings, ja. Und das wäre es dazu, ja. Also ist auf jeden Fall Ende-zu-Ende verschlüsselt und so weiter alles. Und das ganze Ding ist komplett Open Source. Könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. Und von daher ist es meiner Ansicht nach das bessere Telegram. Kann ich euch nur empfehlen, nutze ich hauptsächlich. Telegram habe ich zwar auch noch, ja, weil ich ja, erstmal, wenn jetzt erstmal WhatsApp weg ist, reicht das erstmal für mich, beziehungsweise bei Telegram habe ich sowieso nur 2 Kontakte, den Rest habe ich tatsächlich auf Signal oder Threema auch und von daher, ja, WhatsApp habe ich tatsächlich aus meinem Leben verbannt. Okay, dann geht's mal weiter direkt. Ich oder beziehungsweise Riot. Riot kenne ich selber gar nicht. Habe ich schon mal gehört, aber muss ich mir mal anschauen. Ich würde ja gerne das Android OS nutzen, aber Huawei hat den Bootloader gesperrt und geben den Code auch nicht mehr. Hat jemand die Idee, was ich noch kostenfrei machen kann? Schreibt Yannick. Lieber Yannick, das ist eine sehr gute Frage. Ich selber hatte schon echt häufig Probleme mit Huawei. Oder Huawei, oder wie man das auch immer nennt, ja. Jedenfalls, ich habe es bis jetzt immer hinbekommen, die Huawei-Smartphones auch zu entsperren. Allerdings wahrscheinlich mit einem Windows 10 und einem Unlocker. Da musst du mal schauen, gibt es auch YouTube-Videos zu. Und da kannst du sie hoffentlich noch meistens entsperren. Wie es bei den neuesten Huawei-Smartphones ist, das weiß ich nicht. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Huawei eigentlich in der Hinsicht absolut nicht empfehlen. Mir gefällt deren Software gar nicht, mir gefällt deren Handhabung gar nicht, was sie mit den Daten und so weiter theoretisch alles machen können und alles Mögliche. Muss ich sagen, finde ich Samsung in gewisser Weise auch ziemlich schlimm. Eigentlich so, ja, ziemlich viele, ja. Und von daher, ich weiß nicht, Huawei, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so bei mir, glaube ich, das letzte Smartphone von der Marke, was ich kaufen würde. Ja, einfach, weil es für andere Betriebssysteme sehr, sehr schwierig gemacht wird. Sehr, sehr schwierig. So, mich würde bezüglich Skalieren interessieren, warum man auf Linux Mint 20 nicht den High-DPI-Bildschirm auf 120% und am zweiten Monitor auf 100% stellen kann. Es geht wohl nur auf beiden Monitoren gleich, schreibt Anschlussinhaber. Lieber Anschlussinhaber, so wie ich das gelesen habe, ich muss sagen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, sollte das auf jeden Fall gehen, dass man auf unterschiedlichen Bildschirmen unterschiedliche Auflösungen einstellen kann. Und ja, musst du einfach mal abchecken. Na? Auf welche Handys kann man das installieren, schreibt Frank Dückershof. Das Lineage OS meint wahrscheinlich Frank Dückershof. Lineage OS kannst du, gute Frage, also auf jeden Fall auf Android-Smartphones installieren, auf ganz, ganz vielen, nicht auf allen. Das ja, zeige ich in dem Video, wie du das am besten herausfinden kannst. Und schau dir dazu einfach mal das Video an, wenn es dich interessiert. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit einem GPU-Pass-Through in der VirtualBox oder im GNOME-Boxen gemacht? Schreibt 0815. Ich selber habe noch keine Erfahrung gemacht, habe es bis jetzt auch nie gebraucht, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal ja, was reinschreiben, wenn ihr da Erfahrung gemacht habt. Okay, wunderbar. Dann schauen wir mal weiter. Heieieiei. Der Chat springt halt manchmal, das ist ein bisschen blöd. Und ich muss mal was trinken, weil sonst bin ich gleich heiser. So, jetzt bin ich wieder da. Ich schreie teilweise so ins Mikrofon. Jetzt ist nach einer, ja, nach 38 Minuten meine Stimme gerade wirklich im Argen. Aber das wird schon. So, okay, hier waren wir stehen geblieben. Mein altes Samsung S5 rennt unter Resurrection Remix. Der Akku hält unter der ROM fantastisch lange, schreibt Frank Landgraf. Ich muss sagen, ich bin bei meinem Handy auch sehr überrascht. Da habe ich jetzt ein Lineage OS drauf. Und da hält der Akku tatsächlich länger als unter dem alten Android One. Ja? Also Android One war da drauf und das ist ja eigentlich schon Vanilla Android. Und ich muss sagen, das Lineage OS hat nochmal einiges jetzt rausgeholt. Hätte ich um echt zu sein, gar nicht so gedacht. Hast du dich schon mal mit Arch beschäftigt? Fragt der Alexander.
Ja, Alexander, habe ich schon mal vor 1, 2 Jahren, habe ich es auch schon mal irgendwie für 2, 3 Monate wirklich aktiv genutzt. Ich muss sagen, war am Ende doch nichts für mich. Also war für mich zu Bleeding Edge. Ich hatte zu viel damit, ich sag mal, zu tun, musste da viel zu viel dann einstellen und fixen und ich weiß nicht. Da muss ich sagen, habe ich an dem Linux Mint einfach mehr, was ich einfach nur mal installiere und fertig, es funktioniert. So, dann schauen wir doch mal weiter. Hallo, XFCE Desktop einfach über Cinnamon dazu installiert oder das System neu aufgesetzt, schreibt Pana G2. Nein, ich habe den XFCE Desktop einfach dazu installiert, also sudo apt-info cinnamon. Oh, search wahrscheinlich. Search. Nee, nicht search. Wie heißt das Ding? APT, was gibt es hier? Install, depends. Show heißt es. Ja, und dann Cinnamon einmal irgendwas. So, Cinnamon, ja, zack. Ja. Schauen wir mal an. Zack, wunderbar. Und müsste installiert sein. Ja, APT Manual installed sogar. Genau, ja, ist installiert. Nö, ich habe es daneben installiert. Das kann man machen mit dem Befehl sudo apt install xfce4. Was habe ich da genommen? Ich glaube, ich habe entweder nur xfce4 genommen oder xfce4 common. Ja, common gibt es nicht mal, von daher wahrscheinlich nur xfce4 oder xfce irgendwas. Schau mal. Okay, nur xfce wahrscheinlich wird es gewesen sein. Oder xfce4 Session. Ja, eins von beiden. Und dann vielleicht noch 1, 2 zusätzliche Pakete für den Lautstärke-Manager, für das Whisker-Menü. Da musste man dann ein bisschen Hand anlegen. Es gibt, glaube ich, auch das Mint-Meta. Und dann kann man hier einmal Mint-Meta-Cinnamon, Mint-Meta-Mate oder Mint-Meta-XFCE ganz einfach danach installieren. Das ist auch eine richtig coole Idee. Das heißt, du kannst auf einem Mint dann einmal Mate, Cinnamon und XFCE zugleich haben. Und das sehr, sehr einfach. Ist eine sehr schöne Sache. Genau. Dann schauen wir doch mal weiter. Hallo, ich habe Ubuntu 20.04 LTS installiert. Beim Booten könnt F12 Auswahl, HDD und Tastaturmaus wird angesprochen. Okay. Wenn ich Reboot mache, funktioniert Maus nicht. Danke und liebe Grüße, Siegi. Lieber Siegi oder Siegi, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Joa. Wenn ich Reboot mache, funktioniert Maus nicht. Da würde ich mal in dem Mainboard-Forum nachschauen, ja, oder in so einem Technikforum. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Linux zu tun hat. Ja. Programmierst du auch unter Linux? Wenn ja, in welcher Programmiersprache? Fragt Vanilla Sky. Auch eine tolle Frage. Ich selber programmiere schon immer mal wieder. Also einmal für die Uni, aber natürlich auch teilweise in der Freizeit. In der Freizeit mache ich viel mit Python. In der Schule mache ich, in der Uni mache ich momentan auch viel mit Python. Ansonsten so C, Java und sowas, ja, habe ich schon häufig gerne mal programmiert. Aber ich muss ganz ehrlich so sagen, so meine Lieblingssprache ist wirklich Python. Und das unter Atom ist ein klasse Texteditor, ja, für Programmiersprachen. Kann man auch gut erweitern und verschiedene Sprachen dazu installieren mit Autocomplete und allem, was man sich vorstellen kann. Ich muss sagen, das Ding ist wirklich sehr, sehr gut. Hi, gibt es einmal ein Video, wie man zum Beispiel Synology NAS dauerhaft einbinden kann? Nein, gibt es auf jeden Fall nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen überfragt, was es genau ist. Ich habe schon mal gehört, aber der hat das gemacht. Ich glaube, einfach eine Disk Station, ne? Habe ich noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weiß ich nicht. Wenn ihr euch sowas wünscht, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare dann darunter. Kann ich mir sehr gut mal vorstellen. So, bei ODIF regnet es leider. Das tut mir sehr leid. Ja, bei mir scheint immer noch die Sonne. Okay. Was hältst du von PopOS? Schreibt Minotaurech. Ja, Minotaurech. PopOS ist ein tolles Betriebssystem. Ich finde, es hat sehr, sehr viel Potenzial. Ich habe das auch letztens mal angeschaut. Gibt es ein Video von mir? Ja, wenn du hier einmal auf PopOS Linux Guides gehst,
gehst, dann hast du hier das direkt da. Und ich kann das tatsächlich nur mal empfehlen, auszuprobieren. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ist tatsächlich, ich glaube, es wird am Ende vielleicht sogar Linux Mint ersetzen. Ich will mich nicht zu sehr aus dem Fenster rauslehnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ding auf jeden Fall das Potenzial dazu hat. Dass es wirklich, ich sag mal, ja, andere große Linux-Distros ja, aushebelt. Ich würde tatsächlich Linux Mint als zweit- oder drittgrößte Linux-Distro im Endnutzerbereich, im wirklichen Endnutzerbereich so sehen. Also ja, die ganzen Arch-Nutzer und so weiter würde ich jetzt mal nicht als reine Endnutzer sehen. Ja, tut mir leid, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Genau. Soweit ich weiß, kann man mehrere grafische Oberflächen auf einem OS installieren. Genau. Und man kann sich dann im Login entscheiden, welche Oberfläche man starten will. Das ist komplett richtig. Schön. Podcast alleine ist kein Podcast, schreibt Schwupster. Ja, ich habe es tatsächlich nicht mal probiert, dann wirklich aufzunehmen, weil irgendwie, ich weiß ja nicht. Ja. So. Hallo Raphix, hi Jean, bin live dabei, Grüße vom Raphix. Hallo Raphix, freut mich, dass du dabei bist und ja, wenn ihr nicht wisst, wer Raphix ist, ja, dann müsst ihr den euch auf jeden Fall mal anschauen. Raphix ist ein auch ein YouTuber, der so Informatikthemen, aber auch im Bereich Linux macht. Kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen. Ich finde seine Videos sehr klasse. Er hat noch gar nicht so viele Abonnenten, ja, aber erstmal schon mal Glückwunsch zu den 160 Abonnenten. Ja, wenn ihr den noch nicht kennt, schaut ihn euch wirklich gerne mal an. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Er macht echt sehr, sehr gute Videos, die sehr aufwendig produziert sind, wo man wirklich sehr, sehr viel lernt währenddessen. Hat mich sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch ein Bayer, ja, von daher alles gut. Nee, von daher schaut gerne mal vorbei. Ja, macht die Videos echt gut. Habe ich mich tatsächlich auch heute mit ihm unterhalten, ja, mal so und genau, ja, ist ein toller Typ. Ja, könnt ihr mal vorbeischauen und da mal auf diesen roten Button klicken und den so grau machen. Ich habe gehört, das mag YouTube ganz gerne. So, schauen wir mal weiter. Hast du mal einen Window Manager benutzt? Wenn ja, welchen? Also ich nutze die ganze Zeit Window Manager, lieber Schwupster. Momentan ist es wahrscheinlich der. Ich wusste den Namen sogar mal auswendig. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob man es irgendwo einstellen kann. Müsste ich, glaube ich, lügen. Ja? Ich weiß nicht, wo man es einstellen kann. Keine Ahnung. Irgendwo konnte man das einstellen. Ich glaube, in LXDE konnte man das einstellen, glaube ich. Schade, dass es keine LXDE mehr gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich nutze den Standard Window Manager. Ja, also da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Kannst du mal was etwas zum Raspberry Pi machen? Schreibt Phil Roh. Ja, Phil Roh, sehr, sehr gerne. Ich habe auch noch einen Raspberry Pi rumliegen, der jetzt gerade noch nichts macht. Schreibt gerne mal Vorschläge rein, was ihr da in der Hinsicht sehen wollt. Ich habe mal einen Nextcloud-Server aufgesetzt, habe ja momentan Pi-hole laufen und sowas in der Hinsicht. Und schreibt gerne mal in die Kommentare oder jetzt hier in den Chat, was ihr da gerne sehen wollt. Bin ich gerne ja, dabei, einfach mal so ein Video dann später zu machen. Ja, hallo aus Austria. Ja, schöne Grüße zurück nach Österreich. Ja, genau. Mir ist aufgefallen, dass viele Hardware, welche rausgekommen ist, dass diese nicht läuft, aber ein paar Monate später läuft es dann fast unter allen Distros, schreibt Dominik. Absolut, da hast du recht. Manche Linux-Distributionen brauchen eben so ein bisschen Zeit, bis sie dann wirklich die neuesten Kernel und so weiter implementiert haben. Im schlimmsten Fall dauert es 2 Jahre, wenn man jetzt sich irgendwelche Linux-Distros anschaut. Ja gut, wobei, die aktualisieren dann ihre Kernels dann auch immer, also irgendwie so halbjährlich und von daher, ja, ist sehr, sehr blöd, ist leider so. Die neueste Hardware unter Linux ist unter Linux Mint und Ubuntu und so weiter und den ganzen Derivaten und Debian teilweise noch nicht nutzbar. Sehr, sehr schade. Ja, wunderbar. Dann nutzt da sogar jemand schon Linux Mint auf seinem Notebook. Hey, das ist toll. Und Promox wird danach gefragt. Das ist eine gute Frage, was nochmal Promox ist.
Ah. Ist das so eine Sicherheitssoftware? Unix.eu, ja, auch ein Linux-YouTuber. Der hat da auch schon mal zu was gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Auch ein sehr guter YouTuber. Ich glaube, Promox ist tatsächlich. Ich glaube, ich muss das hier wieder öffnen, ja. Irgendwie hier sieht man nur irgendwelche Videos, aber dann keine Kurzbeschreibung, ja. Ich spicke dann immer echt häufig gerne dann darüber. Okay, nee, ist eine zum Betrieb von virtuellen Maschinen mit einer Weboberfläche. Okay, ja, also basiert auch auf QEMU. Muss ich sagen, habe ich selber noch nie benutzt. Muss ich mir mal anschauen. Gute Frage. So, für den Einstieg bei Serververwaltung. Okay, nö, das hat einfach Johannes geschrieben. Ja, danke schön, dass du da immer mal gerne mithilfst. Das freut mich sehr. Dann schauen wir doch mal weiter. Falls ihr mal Fragen habt, dann schreibt sie gerne nochmal in die Kommentare und tut mir leid, Odiof, dass ich deine Frage übersprungen habe. Manchmal lasse ich auch extra Fragen aus, weil ich dann entweder nichts zu weiß oder sie, ja, keine Ahnung, irgendwie in dem Moment nicht passt. Kann sein, dass ich sie aber auch wirklich übersehen habe. Das tut mir sehr leid. Um von Linux Mint 19.3 wahrscheinlich auf Linux Mint 20 abzugraden, genügt es, wenn man im Editor den Befehl apt-get-full-upgrade eingibt, oder? Fragt Jean Morse. Das ist eine gute Frage. Leider reicht es nicht. Linux Mint 19 und Linux Mint 20 haben komplett unterschiedliche Repositories, also Paketquellen. Das heißt, wenn man jetzt unter Linux Mint 19 ein Paket installiert, dann ist das, wird das von einem ganz anderen Server quasi am Ende installiert als von Linux Mint 20, ja, umgangssprachlich mal formuliert. Okay, wunderbar. Wie findest du Manjaro Linux bzw. Arch? Schreibt Odiev. Arch habe ich ja schon vorhin beantwortet, war jetzt nicht so mein Fall selber. Ich muss sagen, Manjaro Linux hat mittlerweile auch echt sehr, sehr viel Potenzial. Ich habe es fast als Daily Driver genutzt, beziehungsweise einfach mal für ein paar Wochen genutzt. Fand ich tatsächlich sehr gut und die haben sich in der Hinsicht echt sehr gebessert jetzt seit irgendwie 1, 2 Jahren. Da kam ich jetzt selber noch nicht so klar. Könnte aber auch an mir liegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, ja, Manjaro Linux ist ein tolles Linux. Ich würde es trotzdem Einsteigern nicht empfehlen. Aber wenn ihr Lust habt, es auszuprobieren, ist echt ein tolles Linux. Und wenn ihr ein bisschen Lust auf Abenteuer, ist jetzt zu hart formuliert, aber wenn man ein bisschen Lust habt auf was Neues, dann ist Manjaro Linux auf jeden Fall echt eine gute Alternative. Ja, gibt es unter Ubuntu ein Programm für die PHP-Sprache? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie PHP-Sprache oder beziehungsweise Programmieren meinst du dann wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Atom auch richtig klasse. Ansonsten, Vim kenne ich ganz gut, dass man da auch PHP programmieren kann, ist aber wahrscheinlich nicht anfängerfreundlich, von daher eher Atom. Und wenn du dann irgend sowas wie Tutorials willst, dann schau mal, gibt es das von W3 Schools? Schau ich mal, PHP Tutorial. Schau mal, PHP einfach, genau, W3 Schools oder W3 Schools. Die sind klasse, das ist eine richtig gute Seite, da kann man super viele verschiedene Sprachen lernen. Meistens eigentlich eher so im Webbereich, ja, deswegen auch W3, also www wahrscheinlich darauf angelehnt. Und von daher schaut euch das gerne mal an. Da habe ich zum Beispiel selber HTML mal so großzügig mal kurz gelernt, SQL. Und ja, kann ich euch nur mal empfehlen, reinzuschauen. Ja, und da gibt es garantiert auch sehr, sehr viel. Und das kann ich euch mit Atom dann ganz gut empfehlen. Ja, dann schauen wir doch mal weiter. Wo waren wir denn stehen geblieben? Da waren wir stehen geblieben. Okay. Es ist immer schön, wenn so viele aus dem Discord da sind, schreibt 0815. Ja, absolut. Apropos Discord, ja, falls ihr nicht wisst, was Discord ist. Discord ist eine Community-Software, wo man hier dann, ich sag mal, selber, ja, in einer Community aktiv werden kann. Es gibt auch die Linux Guides Discord Community. Ja, mittlerweile schon über 1000 Mitglieder. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr seht, hier gibt es super, super viele Themen. Und ihr seht, ich habe noch ganz schön viel nachzuholen. Ja, hier einmal, gut,
Informationen, wahrscheinlich das Langweiligste, was ich geöffnet habe. Aber ansonsten hier, da gibt es verschiedene Chats, verschiedene Hilfe-Channels, wo ihr dann auch Fragen stellen könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ansonsten könnt ihr eure Hardware reinposten, eure Designs, irgendwie off-topic irgendwas organisieren, ja, irgendwie darüber, irgendwie alle Clubfans zum Beispiel auszulachen, dass er jetzt absteigt oder Waschbären sind so süß, finde ich auch sehr toll. Und ja, könnt ihr mal gerne reinschauen. Ist echt eine nette Community. Es wird darauf auch geachtet, dass da am Ende ein gutes Klima herrscht. Und ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. Discord.linuxguides.de einfach eingeben im Webbrowser. Dann findet ihr da alle Informationen. Sehr, sehr schön. Könnt ihr immer gerne mal dann reinschreiben, beziehungsweise einfach mal mit beitreten. Ansonsten können wir einfach noch mal ganz kurz auf Frag den Linux Guides gehen. Und hier kam eine Frage: Warum kein Arch? Schreibt Fake Crafter. Ja, ne, habe ich glaube ich heute schon beantwortet. Ist mir einfach zu viel Arbeit. Lieber Andy, nee, das mache ich lieber nicht mehr so. Da hatte ich schon mal schlechtere Erfahrungen, wenn ich so einfach Nutzer eingeladen habe. Nicht, dass es auch auf dich abbildbar ist, aber dann mache ich lieber keinen und dann ja, bin ich da auch am Ende nicht ungerecht, quasi aus irgendwelchen Gründen. Ich nutze Ubuntu 20.04 und habe das Problem, dass ich kein funktionierendes Bootmenü-Eintrag habe. Okay. Aha, ist da vorne ein Bootmenü-Eintrag, führt zu Shell und sowas. Shell kann nur begrenzt Befehl eingeben. Update Group funktioniert nicht. Ah, okay, ich glaube, du hast ein Problem mit deinem Group oder Grub oder wie man es auch immer nennt. Könnt mich gerne verbessern. Und zwar habe ich dazu ein tolles Video gemacht und zwar Group kaputt heißt das Video. Und ja, da findet ihr ein Video, wie man ganz einfach Group installieren kann, sogar, nee, beziehungsweise wieder Group reparieren kann. Kann man mittlerweile auch mit der Linux Mint Live CD machen oder mit dem Linux Mint USB-Stick machen. Da tue ich noch einen anderen USB-Stick aufbereiten. Ist schon 3 Jahre her. Könnte ich eigentlich auch mal wieder langsam ein Update zu machen. Ja, wunderbar. Dann schauen wir doch mal weiter. Habe gemäß deiner Anleitung eine RAM-Disk eingerichtet. Eine Veränderung ist nicht bemerkbar, wobei ich eben 32 GB RAM habe. Macht es Sinn, die RAM-Disk zu nutzen? Fragt Johann van der Smoot. Gute Frage. Kommt halt drauf an, wozu du die brauchst. Also eine RAM-Disk ist halt nur im Betrieb, ich sag mal, oder speichert halt nur die Sachen im Betrieb. Wenn du das Ding einmal runterfährst und wieder hochfährst, ist alles wieder leer. Von daher ist es halt nur ein sehr, 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 sehr schneller Speicher. Würde sich bei dir garantiert lohnen. Ich glaube, den Platz hast du, aber für was du den nutzen willst, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich selber habe keine RAM-Disk eingerichtet. Okay. Was bringt mir Linux genau? Fragt Flavio Knobel. Auch eine tolle Frage und absolut berechtigt. Da kann ich dir das Video Windows versus Linux empfehlen. Ja, das Video ist garantiert auch sehr toll, aber das finde ich auch sehr toll. könnt ihr vielleicht gern, ja, könnt ihr euch eines raussuchen, was ihr einfach besser findet oder euch mehr anspricht. Und da wird natürlich dann auch geklärt, so, ja, was macht Linux besser als Windows? Was macht Windows besser als Linux? Gibt es auch verschiedene Sachen und könnt da gerne mal vorbeischauen und dann einfach mal eure Meinung bilden, so, hey, ist denn das überhaupt was für mich? Außerdem gibt es einen schönen Kurs auf linuxguides.de. Wenn ihr einmal hier auf Videoverzeichnis geht, könnt ihr einmal hier das Linux-Grundwissen bzw. Installation und erste Schritte machen. Und hier habt ihr quasi so eine kleine Playlist, ja, wie man so am besten in Linux denn reinkommt. Ja, da ist dann zum Beispiel auch das Video mit drinnen. Das heißt, falls ihr euch einfach mal Linux von Grund auf anschauen wollt, dann ist das hier eine sehr gute Möglichkeit dazu. Okay. Kennst du den Befehl für Linux? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. DistroTube hat ein Video zugemacht, schreibt Fake Crafter. Wahrscheinlich für irgendwas. Ich weiß es nicht mehr was. Okay, jetzt ist er wieder gesprungen hier. Das ist sehr blöd. Da waren wir.
Okay, was hältst du eigentlich von KDE als Desktop? Nutze es selbst schon seit Jahren, schreibt Thomas. Auch eine tolle Frage. Ich muss sagen, ich selber habe mit KDE immer schlechte Erfahrungen gemacht, beziehungsweise auch, es war nie so mein Fall. Ich habe mal Kubuntu genutzt für ein halbes oder dreiviertel Jahr. Ja, ich muss sagen, mir hatte das am Ende zu viel Bugs und war einfach, ich habe so das Gefühl, dass KDE den Gedanken verfolgt, so, hey, wir machen eine coole neue Funktion, egal wie viele Bugs die hat, wir hauen die rein. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so, so nach dem Motto. Ich habe das Gefühl, dass KDE so teilweise manchmal zu sehr verbuggt ist und eher mehr Wert auf neue Funktionen legt als auf Stabilität. Ist garantiert nicht bei jedem KDE-Projekt so, absolut. Aber das muss ich sagen, habe ich so beim Desktop miterlebt. Und ich muss sagen, seitdem habe ich mich auch nicht mehr an KDE rangetraut. Okay. Ja, schreibt Dominik. Ich hoffe mal, Donald Trumpy Trump setzt nicht noch auf. Ich schaue mir auf die. Nee, setzt nicht auch noch Xiaomi auf die Playlist. Ja. Ich bin mit Xiaomi sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich war mit Xiaomi auch sehr zufrieden und ist eine tolle Marke, absolut. Und ist auch nicht so teuer. Hast du schon mal einen Tiling Window Manager ausprobiert? Fragt Fake Crafter. Ja, das habe ich. Ich habe schon mal i3 ausprobiert für eine Woche. Fand ich eine coole Sache. Habe aber am Ende nicht so den Nutzen daraus bemerkt. So, hey, cool. Ja. Ich kann jetzt so einen Tiling Window Manager nutzen, aber am Ende so, ja. Kann ich irgendwie rumerzählen, aber wow. Ich weiß nicht. Also mir persönlich hat es jetzt nicht viel gebracht. Wie lange geht der Stream noch? Fragt Fake Crafter. Der Stream ist meistens auf 2 Stunden angesetzt. Also wir haben jetzt noch 1 Stunde Zeit. Na, wenn ihr früher keine Fragen mehr habt, dann ist es so. Wenn ja, noch Fragen da sind, dann müssen die leider dann auf wann anders vertagen. Absolut, oder apropos Fragen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne jetzt hier wieder in den Live-Chat stellen, beziehungsweise auch die ganze Zeit. Ich gehe das einfach mal chronologisch durch und wahrscheinlich in 10, 15 Minuten kommt dann auch eure Frage dran. Okay. Ah, dann schauen wir mal weiter. Okay. Ich benutze Linux mit Mate 20 und will Wine installieren. Leider funktioniert das aus der Anwendungsbibliothek nicht. Wo kann ich Wine downloaden? Fragt Rolf. Lieber Rolf, ich mache das gerne so, dass ich hier auf WineHQ gehe. WineHQ.org. Und dann hier einmal Download gehe und dann einmal Ubuntu auswähle. Und dann, die haben Linux Mint 20 noch nicht drinnen. Ich gehe aber davon sehr, sehr stark aus, dass du diesen Befehl eingeben musst, dann diesen Befehl und dann einmal diesen Befehl hier. Ja, weil Linux Mint 20 basiert auf Ubuntu 20.04. Dann einmal hier wahrscheinlich dann diesen, nee, genau, dann diesen Befehl eingibst und dann am Ende diesen hier. Also, dass du dir dann den Stable Branch installieren willst. Genau, habe ich glaube ich auch schon mal ein tolles Video zu gemacht. Ja, Wine auf Linux oder Windows-Programme auf Linux. Und genau, ja, habe ich vor 5 Monaten schon gemacht. Die Zeit vergeht so schnell, Leute. Genau, da habe ich das dann auch noch mal gezeigt, wie man das Schritt für Schritt macht. Ja, kannst du dir sehr, sehr gerne anschauen. Hast du Erfahrung mit Asus-Handys und Linux? Ich muss sagen, ich wusste bis jetzt gar nicht, dass es Asus-Handys gibt. Von daher leider nein. LinuxOS läuft bei mir auf einem alten Motorola 5G absolut problemlos. Akku hält auch sehr lang, schreibt Thomas Dahmen. Ja, Motorola ist in der Hinsicht auch sehr gut. Habe ich in meiner Aufzählung vergessen. Ich selber bin tatsächlich auch in gewisser Weise Motorola-Fan, hatte auch schon mal ein Motorola-Smartphone und würde es mir jedes Mal wieder kaufen. Okay, ich hoffe, dass der Stream nicht mehr hängt, lieber Volker. Falls das bei euch auch der Fall ist, dann ja, ist toll. Schreibt mir das vielleicht dann nochmal besser in die Kommentare oder hier schnell in den Discord, weil wahrscheinlich bin ich da dann schneller zu erreichen. Wie findest du Library und würdest du in Zukunft Library statt YouTube nutzen, fragt Odiof. Library, da sprichst du wahrscheinlich library.com ein.
Library.com, Library.org. Org war es, glaube ich, dann, ne? Nein. open im Browser, library.com und dann, genau, library.tv heißt es dann. Library ist so eine, ich sag mal, Alternative zu Linux. Ich muss sagen, ich selber habe mir die noch gar nicht, nicht zu Linux, zu YouTube meine ich. Ich muss sagen, ich selber habe mich damit noch gar nicht so groß beschäftigt. Mich gibt es aber auf Library, also könnt mich da gerne sehr verfolgen. Ja, Linux Guides, ja, auch schon das neueste Video mit drauf. Und genau, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich habe schon 26 Follower. Allerdings, wenn man so die Aufrufe anschaut, ja, habe ich jetzt hier 0 Aufrufe drauf. Ja. Von daher muss ich sagen, halte ich jetzt noch nicht so viel von Library. Ja, kommt drauf an. Für mich ist es keine größere oder kein größerer Arbeitsaufwand. Von daher habe ich es jetzt einfach mal gemacht. Aber ja, so selber muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da meine Zweifel, ob das alles so am Ende hinhaut. Oder ob es dann doch nur eine Eintagsfliege ist, so wie zum Beispiel Steemit in gewisser Weise. Ich weiß nicht, gibt es noch dTube? Schauen wir mal. D.tube. Gibt es wahrscheinlich noch, oder? Ja, gibt es noch. Okay, cool, wusste ich gar nicht. Ich muss sagen, ich habe es selber gar nicht mehr auf dem Schirm. Hat da jemand von euch noch einen Plan, ob da groß auf dTube noch was funktioniert oder ob das eigentlich so mittlerweile, ich weiß nicht, Feierabend ist? Aber wenn wir hier so sehen, vor einer Stunde und 13 Millionen, ist schon eigentlich sehr viel, oder? Ja, alles gut? Oh, ja, sieht irgendwie komisch aus. Jedenfalls, nee, 140 Daumen nach oben. Okay, von daher sehen wir, ist es dann doch auch nicht so viel. Ja? Wenn das auf der Seite vorgeschlagen wird und 140 Daumen nach oben sind, sagen wir so, es könnte größer sein wahrscheinlich die Community. Aber gut, warum nicht? Okay, 20 oder 140 Millionen wäre wirklich krass gewesen. Genau, schauen wir mal weiter. XFCE4 Goodies ist wichtig, schreibt Riolu. Danke, habe ich die installiert. Install XFCE4. Ich sollte das natürlich hier richtig schreiben. Goodies. So, hier. Schauen wir mal, ob ich es installiert habe. Ich denke schon, oder? Nein, ich habe es nicht installiert. Okay. Cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz toll, dass mein XFCE so gar nicht so viele Funktionen hat. Von daher würde ich es tatsächlich, glaube ich, nicht installieren. Aber dann hat man halt hier eben ein Weather-Plugin oder ein Task-Manager noch und so weiter. Brauche ich aber alles erstmal nicht, weil ich halt das Ganze noch über Cinnamon habe. Also zum Beispiel, gut, okay, als Systemanzeige nutze ich HTOP oder HTOP. Ja, ist ein bisschen Terminal-basiert, macht mir aber sehr, sehr viel Spaß. Ja, nutze ich tatsächlich eigentlich häufiger als den grafischen. Das wäre dann die Systemüberwachung hier, ne? Genau, öffnet sich jetzt hier auf einem anderen Monitor. Genau, ne, ist auch ganz nett. Okay, dann wäre es das dazu. Absolut, XFCE4 Goodies bringt dann halt nochmal ein paar zusätzliche Features mit. Okay. Bei euch schüttet es allen, ja? Ich muss sagen, ich habe immer noch strahlenden Sonnenschein. Das ist echt wunderbar. Okay. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne reinschreiben. Wir kommen dann dazu. Gibt es eigentlich einen Weg, andere Leute zu DDoSen unter Linux? ja, Julian Hecht, schau dir mal Kali Linux an. Da müsste es, glaube ich, ein Tool für geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten kannst du garantiert auch ein Python-Script oder sowas schreiben. Script, genau. Python. Ne, Python-Script, ja. Also muss man natürlich schon richtig aussprechen. Hust. Ja, Englisch war nie meine Stärke, ja. Habt ihr auch letztens in irgendeinem Video bemerkt? Ich glaube, das war, welches Video war das? Ein sehr neues war das. Und zwar war es das hier, Startanimation ändern. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, immer Plymouth gesagt. Es heißt aber Plymouth oder sowas oder Plymouth oder Plym, ich weiß es nicht. Mir haben es ganz, ganz viele Leute drunter geschrieben, ja. ja, muss ich sagen, da bin ich manchmal ein bisschen schluderig.
gibt es sowas wie eine Cloud-zentralisiertes Linux, bei dem alle Nutzerdaten in einer Cloud gesaved werden, schreibt bei Zuxax. Gute Frage, gibt es soweit ich weiß nicht. Höchstens irgendwie ein bisschen Ubuntu One, aber ich glaube nicht, dass der so viel in der Cloud speichert. Nee, also was ich zum Beispiel empfehlen kann, wenn du Kalender und sowas meinst, ich habe mir eine eigene Nextcloud aufgesetzt auf einem Server im Internet und das funktioniert echt klasse. Wann bekommt JonOS ein Update, fragt The Robot. Lieber The Robot, das ist eine gute Frage, weiß ich selber noch nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt weitermachen, um ehrlich zu sein. Habe ich momentan nicht so viel Motivation, um ehrlich zu sein. Okay, 0815 schreibt, die aktuelle Version erhält nur noch bis nächstes Jahr Updates. Du hast recht, ich glaube, das Ding basiert auf Ubuntu 16.04, oder? Nutzt das wirklich jemand von euch als Hauptsystem? Ja? Wenn das ein paar Leute nutzen, dann fühle ich mich ja schon fast gezwungen dafür, ja, aber schon cool. Okay, also eine Linux-Distro, die alle Daten auf dem PC zwischen anderen PCs synchronisieren kann, gibt es nicht, aber kannst du ja über Nextcloud machen. Okay. Achso, sowas wie i3, WM, X Monat, Openbox und so weiter. Ja, i3 habe ich schon mal genutzt, Schurpster. Und ansonsten, ja, Openbox auch mal so ein bisschen über lx.de halt. Ja. Okay. Raspberry Pi mit 8 GB, gut oder schlecht? Ja. Mit RetroPie ist absolut ausreichend für ein RetroPie, würde ich mal sagen. Ich benutze unter Mate den standardmäßigen Makro-Window-Manager. Makro-Window-Manager, stimmt, genau. Okay. Guten Tag, ich habe ein funktionierendes Linux-Ubuntu-System, nur funktioniert die Software-Installation nicht. Kannst du mir helfen? Schreib da ganz gerne mal in den Discord-Channel, ja, discord.linuxguides.de im Browser eingeben. Dann siehst du da alles Weitere. Da kannst du dann Fragen stellen und dann helfen dir die Leute da ganz, ganz gerne. Proxmox heißt das, schreibt Daniel Scher. Vielen, vielen Dank. Habe ich wohl falsch ausgesprochen. So. Proxmox kommt aus Österreich, ist für Server. Solltest du mal ein Video dazu machen. Werde ich gerne mal machen. Und ich muss wieder was trinken. Es ist unglaublich, wie schnell ich heute heiser bin. Das tut mir sehr, sehr leid. Okay. Kannst du VMs in VMs für VPS machen zum Beispiel? Ich weiß gar nicht, was du damit meinst, aber VMs in VMs machen ist eigentlich schwierig. Habe ich mal selber mal probiert, ging damals nicht. Kannst du mal ein Tutorial zu Linus machen oder Linus? Linus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da mal wieder komplett überfragt, was das ist. Mhm. Security Auditing Tool für Linux, macOS und Unix. Okay. Kisofy? Okay. Oder Kaisofy? Mhm. Muss ich mir mal anschauen. Werde ich mir mal merken. Schauen wir mal weiter. Brackets ist ein guter Editor. Kann sehr gut sein. Ja. Mein Favorite ist auf jeden Fall Atom, aber Brackets weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Habe ich nie genutzt bis jetzt. NetBeans unterstützt auch PHP. Cool, cool. Wie ist deine Meinung über Elementary OS? Ist das einsteigerfreundlich? Fragt Kulbi. Schau dir mal den Anfang des Livestreams an. Da habe ich das schon mal beantwortet. Selber ist Elementary OS auf jeden Fall einsteigerfreundlich. Kann ich schon in der Hinsicht empfehlen. Inwiefern das jetzt einsteigerfreundlich ist, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Aber ist es auf jeden Fall sehr einfach zu nutzen und ich denke, du wirst dich schon zurechtfinden. Moin Jean, hier ist der Marc, dem Admin, mit dem du mal den Podcast gemacht hast. Ach, hallo Official Venture, Venture oder Marc, hallo Marc. Toll, dass du da bist, freut mich, ja, dass du es geschafft hast. Ja, wir können ja mal gerne irgendwie mal später kurz über Discord schreiben, wie es dir so geht oder so, ja, oder was es so Neues gibt. Ich habe dich auf Twitter abonniert, deswegen bekomme ich auch immer ganz häufig Updates von dir, ist ganz witzig und ja, hoffe, dir geht's gut. Mach mal etwas über T-Max. T-Max.
Ja, ne? T-Max ist genau so ein Terminal Session Manager. Ja, warum nicht, ne? Schaut mir auch mal an. Ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht so hundertprozentig, wozu man es braucht, aber vielleicht ja, weiß ich es danach. Wie findest du Chromium, da du es ja selber nutzt, schreibt Odif. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber nutze hauptsächlich nur Firefox. Ich nutze jetzt nur für den Livestream hier den Chromium. Ja, habe hier auch so ein eigenes Livestream-Profil eingerichtet. Ja, weil dann das halt hier eher neutraler ist und ihr dann nicht meine ganzen persönlichen Lesezeichen seht und meine Lieblingsseiten, an denen ich mich so abends rumtreibe. Von daher, ja, habe ich hier mal einen neutralen Browser genommen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich Firefox-Fan. Chromium ist aber auch nicht schlecht. Was mich bei Chromium ein bisschen stört, ist der fehlende DRM-Kopierschutz oder sowas in die Richtung. Das ja, unterstützt eben Firefox und Chromium eben nicht. Ansonsten habe ich aber auch schon mal lange Zeit Chromium genutzt. Ich denke, das ist am Ende so eine Glaubensfrage, was dir besser gefällt. okay, jo, da hat sich der Chat wieder verabschiedet. Ich habe nur ganz kurz aufblitzen gesehen, ein Linux-Umsteiger ist da. Schön, hallo Joe. Wir haben vorhin über dich alle gelästert. Nein, eigentlich nicht. Wir wünschen dir, oder beziehungsweise ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ja, schade, dass du keine Fragen hast. Kannst du mich natürlich auch mal gerne bei Fragen fragen. Zum Beispiel, wann wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen, gebe ich dir gerne eine Antwort. Nee, Spaß. Ich hoffe, dir geht es einfach gut, Joe. Und ja, ich wünsche dir erstmal eine schöne Zeit. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn du irgendwann nochmal ein bisschen einfach mehr Zeit irgendwie aufbringen kannst. Ja? Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht und dann ist es so. Also von daher, schön, dass du da bist. Freut mich. Okay, wo haben wir stehen geblieben? Genau, dann haben wir das hier mal. Linux-Hilfe. Ja, da meldest du dich mal im Discord-Channel. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Da waren wir, ne? Okay. Meine Meinung, es gibt kein bestes Linux, jeder findet seins. Man sucht sich eins aus und probiert es. Wenn was stört, nehme ein anderes. Das ist eine sehr gute Meinung, Linux-User, die vertrete ich vollkommen. Ich selber empfehle halt eben nur Linux Mint, weil es halt eben auch meine persönliche Empfehlung ist. Aber das ist das Schöne an Linux, wir können uns alle selber aussuchen, was wir nutzen wollen. Und die meisten Anwendungen funktionieren ja auch auf den meisten Distributionen. Von daher, ja, nutzt das, was euch am meisten Spaß macht, womit ihr euch am meisten klarkommt. Und in der Hinsicht gibt es absolut keine richtig oder falsch. Sehe ich tatsächlich bei Windows genauso. Ja, also wenn jemanden das komplett nicht interessiert, dass da halt, ja, vielleicht so datenschutztechnisch manchmal nicht alles so glatt läuft, wie man sich das vorstellt, dann ist doch auch Linux, Windows auch vollkommen okay. Also, ja, habe ich auch nichts dagegen. Okay, könntest du bitte ein Video zum Thema, wofür kann ich eine RAM-Disk nutzen? Danke, ja, gute Frage, ja, weiß ich nicht. Kannst du vielleicht mal googeln, mehr könnte ich da in der Hinsicht auch nicht. Ja. Was ist eine gute App für Podcasts, schreibt MaxPower. Ich habe mal eine ganz gute App gehabt, ich weiß es nicht mal, wie die heißt. Ja. Vielleicht können da andere nochmal helfen. Ich selber höre Podcasts eigentlich nur über Spotify, aber ja, genau. Wenn ich einen Server aufsetzen möchte, für zum Beispiel eine eigene Webseite, welche Distro sollte ich nutzen? Fragte Marcel Maurice, Marco Wittke. Ich würde dir tatsächlich praktikabel wahrscheinlich empfehlen, keinen eigenen Server aufzusetzen, sondern einen Webspace zu mieten. Wenn du dir trotzdem einen eigenen Server aufsetzen willst, habe ich dazu ein Tutorial gemacht. Und zwar ist das hier, eigener WordPress-Server. Ich glaube, das habe ich hier über Ubuntu gemacht. Ist tatsächlich eine gute Sache, könnte man aber zum Beispiel in dem Fall auch über CentOS machen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, in dem Fall ist Ubuntu tatsächlich nicht schlecht. Ja, das dauert 15 Minuten, das Video. Danach hast du eine funktionierende Webseite. Dann schauen wir mal weiter. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Odif. Was ist eine gute Alternative zu HD Shredder? Ich glaube, ich schaue da erstmal bei jeder zweiten Frage nach, was es überhaupt ist. Was ist HD Shredder?
Okay, was macht HD Shredder? Das ist so die Frage. Download ist zwar ganz toll, Lösungen. Wenn es das ist, was ich meine, dass du deine Festplatte überschreibst, das kannst du ganz einfach mit gparted machen, glaube ich sogar. Ja, jetzt seht ihr mal meine ganz geheime Partitionierung. Oh. Ich nutze wirklich jeden Platz komplett aus, muss ich sagen. Ist wahrscheinlich für das neue Linux mit 20 schon mal vorbereitet, war ich schon mal echt gut dabei. Jedenfalls, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Platte habe, kann ich irgendwo sagen, formatieren als Beispiel ext4. Okay, kann ich jetzt nicht machen. Mehr sagt er hier nicht. Was ich tatsächlich aber machen kann, ist über GNOME Disks, das auf jeden Fall. Laufwerke heißt das. Dann könnt ihr hier zum Beispiel das Ganze formatieren und dann könnt ihr sagen, löschen, überschreiben vorhandener Daten. Und dann tut er das auch wirklich schreddern und tut das mit zufälligen Bits machen. Es gibt auch Terminal-Befehle dafür, alles gut, könnt ihr auch nachschauen. Braucht man eigentlich kein zusätzliches Programm, kann man hier entweder darüber machen oder eben über, was wollte ich sagen, ja, über den Terminal, was euch da besser gefällt. Wenn es das ist, was ich meine. Also, dass es halt einfach mit zufälligen Bits überschrieben wird, ne? Okay, dann schauen wir mal weiter. Ich würde gerne den Google-Kalender in Mint nutzen. Wie kann ich das einstellen? Danke fürs Beantworten. Kingsway, das ist super einfach. Du gehst einfach auf Online-Konten, was ich hier gerade nicht finde. Systemeinstellungen. Schauen wir mal. Einstellungen. Eigentlich ist es super einfach. Ich finde hier die Einstellungen wahrscheinlich nicht für Cinnamon. Jedenfalls heißt das Ding Online-Konten, da kann man sein Google-Konto hinzufügen, dann tut er automatisch den Kalender synchronisieren. Okay, wunderbar. Fedora-Server ist auch eine Idee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber finde Fedora als Server wahrscheinlich nicht unbedingt so hilfreich, weil du den wahrscheinlich alle Dreivierteljahr halt aktualisieren musst, ja. Und so ein CentOS kannst du auch Jahre für sich allein lassen, was du wahrscheinlich nicht solltest, aber ne? Genau, ich habe manchmal zwischendurch bei Linux mit 20 auch vorher schon Festplattendauerläufer von 20 Minuten. Können das Updates oder sowas sein? Entweder könnte das sein, dass dein Swap zu klein ist oder dass du gar keinen Swap hast. Ansonsten ist das schon komisch. Bei Linux mit 20 kann es sehr gut sein, dass er vielleicht danach oder währenddessen Systemwiederherstellungspunkte einlegt. Ja, das kannst du über Timeshift checken. Und da kannst du dann in den Einstellungen das automatische Anlegen von Schnappschüssen ausstellen. Habe ich zum Beispiel selber deaktiviert. Kannst du in den Einstellungen unter Zeitplan machen und dann kannst du hier halt eben ja, einstellen, ja, was hier alles, ich sag mal, dann gespeichert werden soll. Ich selber habe hier alles abgewählt. Ich mache das mal so jeden Monat mal. Ja, ich würde mal sagen. Oder wartet mal, mein letztes Dings ist von der Linux mit 19.2. Okay, ihr seht, ich nutze die Dinger sehr, sehr häufig. Nämlich nur, wenn ich zu einer neuen, ich sag mal, Zwischenversion gewechselt habe. Aber habe ich tatsächlich bis jetzt nie gebraucht. Aber tatsächlich bei irgendwelchen Bekannten mache ich das dann gerne mal, wenn ich dann halt mal bei denen wieder da war und halt irgendwie den PC wieder auf Vordermann gebracht habe, habe ich so einen Systemschnappschuss erstellt, dass man da theoretisch drauf zurück kann. Wie gut bist du in der Schule? Was sind deine Noten? Bist du oder ein, nee, oder bist du ein guter Schüler? Bist oder du ein guter Schüler? Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls, ich bin Gott sei Dank nicht mehr in der Schule. Ich habe es schon hinter mir. Wobei die Schule war eine schöne Zeit und meine Noten waren jetzt nicht unbedingt auf Einser-Niveau, aber sie waren jetzt auch nicht schlecht. Ich würde sagen, es hat gepasst und in der Uni, ja, ne, passt auch. Ich bin jetzt, ich würde mal sagen, so im Mittelfeld. Ne? Jetzt kein Streber, aber auch nicht der, der, ich sag mal, um das Überleben bangt. Was sagst du zu Nextcloud? Benutzt du eine? Fragt Max Power. Ja, ich nutze eine Nextcloud. Ja, genau. Habe ich hier sogar gerade auch laufen. Ja, nutze ich täglich. Ja, immer. Ja, über die Unisachen, Fotos, alles. Alles läuft über die Nextcloud mit meinem Laptop, mit meinem Handy. Rezepte habe ich drauf gespeichert. Musik habe ich drauf gespeichert. Alles gefühlt. Ja.
habe ich auf einem Server-Hoster gehostet und dazu kommt auch in den nächsten Wochen Videos, beziehungsweise kommen auch Videos. Beziehungsweise kann ich ja schon mal ankündigen. Und zwar heißt dein kommender Sponsor hosting.de. Ja, und hier kann man dann auch tatsächlich kostenlos Managed Nextcloud Server bekommen für 1 GB kostenlos und dann tatsächlich auch 100 GB, ja, 10 Benutzer mit Only Office Talk und mehr für 2,90 pro Monat. Ja, ist ein guter Deal, man muss sich nicht drum kümmern und es funktioniert ganz einfach. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, würde ich das tatsächlich wahrscheinlich nehmen. Wahrscheinlich werde ich vielleicht sogar darauf umsteigen. Kein Spaß, weil meine Nextcloud selber, die habe ich von der Version 16 aus immer aktualisiert. Auf die neueste geht sie nicht mehr, weil da scheitert der Updater. Und von daher hänge ich jetzt in so einem Zwischenmodus. Alle Apps funktionieren nicht mehr, nur noch die Synchronisation von Kalender, Kontakten und Dateien und das war's. Das nervt mich gerade ziemlich, ja? Und von daher, hier muss man sich darum gar nicht mehr kümmern. Man hat eine Nextcloud selber. Natürlich dann nicht so in eigener Hand, wie wenn man das natürlich selber hosten würde, aber ja, funktioniert einfach und ist großartig. So, dann schauen wir mal weiter. Kann man unter Linux Mint BIOS-Updates durchführen, wenn Lenovo nur eine Windows-Exe anbietet? Das ist eine gute Frage, ob Lenovo dann später auch mal Hardware-Updates bzw. Firmware-Updates unterstützen wird. Wahrscheinlich werden sie das tun, weil Lenovo wird jetzt auch offiziell Linux unterstützen. Und zwar gibt es, ich weiß gar nicht, wie das Programm heißt, das Ding ist ungefähr 1 Jahr oder 2 Jahre alt. Jedenfalls ist das halt eben ein Manager, der automatisch checkt, ob für bestimmte Firmware-Updates da sind und würde das dann auch tatsächlich installieren. Unterstützt aber nicht jeder Hardwarehersteller. Aber machen immer mehr und ich bin mir garantiert sicher, dass es Lenovo auch mal machen wird. Nee, da waren wir. Und von daher, ja, kannst du auf jeden Fall die BIOS-Updates auch über die Windows.exe ausführen. Das ist, denke ich, kein Problem. Weiß eigentlich jemand, was dieser Fehler ungültiger Maschinenbefehl bedeuten soll? Er kommt immer wieder, wenn ich ein Programm installieren will. Komplett unvorhersehbar, auch von der offiziellen Quelle. Ist eine gute Frage, würde ich einfach mal tatsächlich auf das Programm selber schieben. Unter Linux Mint läuft mein Google Drive so langsam. Wie kann man das beschleunigen? Welche alternative Cloud außer Nextcloud kannst du mir empfehlen? Außer Nextcloud, weiß ich nicht. Own Cloud. Wow. Nee, ich selber, ja, bin eigentlich Verfechter von Nextcloud und von daher kann ich dir auch erstmal nichts anderes empfehlen. Ja, so super schnell laufen die Sachen halt meistens nicht, weil das Ganze halt meistens übers Internet dann geht und das ist halt manchmal ein bisschen langsam. Und von daher kann ich dir da wahrscheinlich nicht so weiterhelfen. Okay, dann einmal Frageproblematik. Auf Manjaro habe ich bei schnellen Bewegungen leichte Verzerrungen auf dem Bildschirm. Das könnte an dem V-Sync liegen, also V-Sync. Wenn du eine Nvidia-Karte hast, kannst du das ganz einfach einstellen unter OpenGL-Settings und hier Sync to V-Blank. Das müsstest du aktivieren. Ich kann heute auch nicht mehr sprechen. Genau. Dann schauen wir mal weiter. Okay. toll, dann sind wir schon mal zwei. Mein Englisch ist auch eine Katastrophe. Ja. macht euch nur witzig. Okay. Was sagst du zu einem Dock? Fragt Max Power. Frage, was für ein Dock meinst du, wenn du sowas meinst? Ich finde das ganz praktisch. Ich glaube, in Sachen Englisch bleibst du immer unser Günther Oettinger der Herzen. Ja, da ist tatsächlich was dran. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber gut, ja, irgendwie habt ihr ja recht. Mach mal ein Video, wie man Nextcloud einrichten kann, dass man es von außen benutzen kann. Habe ich schon mal gemacht, Max Power. Und zwar Linux Guides. Also entweder einmal hosting.de, ne? Oder hier, eigener Nextcloud-Server. Hier. Ja. Tatsächlich, wie man den auch mietet, wie man ihn aufsetzt und komplett selber alles macht. Ja.
kann ich euch hier auch nur empfehlen, das Video. Hashtag Werbung. Ja, muss ich dazu sagen. Okay, es ist eine AMD-Karte drinne. Wo kann man das eigentlich downloaden? Ich meine, JonOS und Deepin geht in die Cloud-Richtung. JonOS kann man unter irgendeiner Livestream-Aufzeichnung downloaden. Und ansonsten Deepin kannst du auch so downloaden. Ich habe zurzeit Windows und Linux mit dem Dual Boot. Wie kann ich Windows löschen und komplett auf Linux umsteigen? Kingsway 101. Da gibt es so einen tollen Spruch von mir, den du wahrscheinlich hassen wirst. Und zwar, du bist erst bereit, Windows komplett aufzugeben, wenn du weißt, wie du Windows löschen kannst über Linux. Dann bist du soweit. Ja, also klingt vielleicht ein bisschen blöd. Ja. Würde ich tatsächlich nicht empfehlen, wenn du noch nicht so sicher unter Linux bist. Von daher ist nicht schwierig, wenn du es trotzdem wissen willst, einfach über gparted, genau, dann die Partition finden. Ja, ist meistens eine, wie heißt das Format? NTFS-System, Dateisystem, und dann kannst du das hier löschen. Ne? Und dann kannst du, das musst du über einen Live-USB-Stick machen, die Größe ändern und verschieben. Und dann, genau, kannst du, oder sag mal, kann man das mittlerweile live machen? Das kann man anscheinend mittlerweile live machen. Okay, krass. Wusste ich auch noch nicht. Würde ich jetzt gerade nicht machen wollen, weil irgendwie, ne? Aber das muss ich mal ausprobieren nach dem Livestream. Das wäre mir neu. Okay, cool. Beenden. Ich habe mir einen Raspberry Pi mit 4 GB geholt, weil ich nicht wusste, dass es auch eine 8 GB Version gibt. Ja, gut. Ich muss sagen, ich habe mir noch gar keinen Raspberry 4 geholt, weil ich einfach keine Projekte dafür habe. Ne? Ich würde aber so gerne. Ich würde wirklich gerne. Okay. Bei Promox könntest du mal Nextcloud einrichten, Proxmox könntest du mal Nextcloud einrichten und installieren. Das ist eine gute Idee. Kann ich mal machen. Schreibe ich mir tatsächlich mal auf, weil das ist tatsächlich wichtig. Das könnte mir weiterhelfen. Ja, hau ich mir einfach mal so rein. Vielleicht merke ich mir das für später. Okay. Wenn ich Linux Mint, Spotify oder Google Earth installiere, wird dann bei Aktualisierung eine Fehlermeldung angezeigt. Wie kann ich diese entfernen, beziehungsweise was ist der Grund? Kingsway 101, das Problem habe ich auch teilweise. Und zwar kannst du das in den Anwendungspaketquellen einstellen. Die fügen nämlich eigene Paketquellen hinzu, und zwar über zusätzliche Paketquellen. Habe ich garantiert auch Spotify drin. Nee, nicht mehr, weil das habe ich nur noch über Flatpak. Aber hier, genau, kannst du dann in zusätzliche Paketquellen diese Dinger dann deaktivieren mit Google Brave zum Beispiel, Google Earth zum Beispiel. Kannst du mal, da sind wir. Genau, falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte euch die Fragen sehr gerne. Kannst du mal ein Tutorial zu Conky machen, wie ich mir anzeigen lassen kann, wie die RAM, CPU und Festplatten-Speicherplatz-Auslastung ist? Das ist eine gute Sache, das kann ich auch mal wieder machen. Das habe ich zwar mal in einem Livestream ganz grob mal gemacht, aber tatsächlich auch schon ewig ja, nicht mehr gemacht. Und ist eigentlich eine ganz coole Sache. Mach's gut, 0815. Kannst du mal ein Video zu FreeNAS machen? FreeNAS. Nass. Und ich habe hier das nicht kopiert, sehe ich hier gerade. Ah, Conky war das. Okay, FreeNAS ist... Okay, cool. Ist das cool oder ist es cool? Muss ich mir mal anschauen. Na, FreeNAS.org. FreeBSD basiert das. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie ein BSD-System benutzt. Aber es sieht ja garantiert cool aus. Who is using FreeNAS? Oh, sogar Disney. Okay, dann sollte ich mir das mal anschauen. Also es ist kein kleines Ding, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Vielen, vielen Dank. Okay, kannst du bitte vorab, du wolltest eventuell ein Video dazu machen, erklären, wie man OX Open Exchange auf einem Server braucht und diese statt mit Linux Mint besser mit Linux Debian bedienen kann. Oh, habe ich mich da mal verplappert. ja, wollte ich tatsächlich, glaube ich, mal machen. Ist tatsächlich noch nichts weiter geplant, speichere ich mir aber auch mal ab.
Was sagst du zu Brave Browser und Vivaldi Browser? Brave Browser habe ich mal lange Zeit benutzt, hat mir ganz gut gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen blöd, diese Integration in Linux mit den irgendwie PPAs und irgendwie, ich würde mir dafür ein Flatpak sehr gerne wünschen. Und von daher, ja, ein bisschen schwierig. Vivaldi Browser habe ich selber noch nie richtig benutzt, habe aber irgendwie mal gehört, dass es nicht ganz so frei sein soll. Weiß ich nicht. Aber es gibt Leute, die schwören auf Vivaldi. Absolut. Wo kann man den Podcast hören? Den Podcast kann man auf Spotify hören unter Jean und Joe in der Linux- und Open-Source-Welt oder auch hier auf dem Linux-Kanal. Gibt es auch eine Playlist zu. Klar, machen wir mal wieder einen Podcast. Bist doch mein Lieblingspodcaster. Boah, das höre ich gerne, Joe. Ja, freut mich. Nee, machen wir auf jeden Fall gerne mal wieder. Müssen wir uns mal wieder zusammenschreiben und dann, ich hätte da tatsächlich echt richtig viel Lust. Absolut. Okay. Gibt es eine Kassenwarenerfassungssoftware unter Linux? Da fragst du mich Sachen. Also, kann ich nichts sagen. Kann ich dir leider nichts sagen. Zu. Okay. Wunderbar. Okay, genau. Ja gut. Also habe ich Heidi Schredder richtig interpretiert. Wie empfiehlst du die Festplatte zu partitionieren? Fragt der Robot. Das ist tatsächlich, denke ich, auch am Ende so eine Glaubensfrage. Also wenn ich nochmal Gparty-Tür öffne. Ja. Ihr seht, ich habe nicht mal meine ganze SSD gerade ausgenutzt. Ich habe jetzt hier 120 GB mein System. Ja, gut, so eine kleine Steam-Library-Partition für ein paar Spiele, die ich viel spiele. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf ist. Eigentlich kann das mittlerweile auch weg. Und Linux-Swap habe ich noch drin, der gerade nicht mal aktiviert ist. Habe ich, denke ich, einen guten Job geleistet? Nicht? Oder ist der Swap an? Der ist nicht an. Oh nein, ist das peinlich. Gut, eigentlich, ja. Ganz ehrlich, kommt drauf an, was du mitmachen willst. Ich selber installiere eigentlich bei den meisten nur eine XT4-Partition, Einhängepunkt, Root und ansonsten war es das. Ich selber habe noch zusätzlich eine Data-Partition und hatte auch mal für eine ganz lange Zeit eine Temp-Partition. Ja, weil ich bei Audacity zum Beispiel echt große Audiodateien teilweise bearbeitet habe, die dann irgendwie mehrere Stunden lang waren. Und dann hat der immer die Festplatte vollgeschrieben und deswegen habe ich den extra auf eine eigene Partition gemacht. Aber ansonsten eigentlich boah, ganz, ganz langweilig, ganz harmlos. Ja, es gibt Leute, die auf eine separate Home-Partition schwören, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich selber nie richtig gebraucht. Okay. Schauen wir doch mal weiter. Wie kann man Linux-Prozesse anzeigen lassen, fragt Max Power. Das kann man ganz einfach über Hardtop zum Beispiel oder über die Systemüberwachung. Ja, ich finde Hardtop ganz cool, beziehungsweise ja, sieht halt irgendwie ein bisschen cooler aus. Kann man auch filtern, zum Beispiel wenn ich jetzt hier nach OBS suche, dann finde ich alle Sachen, die was mit OBS zu tun haben. Ja, dann kann ich hier theoretisch F9 eingeben für Kill. Ja, will ich jetzt aber nicht, weil ich will ja, dass ihr noch weiter zuschaut. Aber so in der Art funktioniert das. Und genau, hier kann man tatsächlich das Ding auch mit der Maus bedienen. Ich kann hier draufklicken für Quit und dann ist es ja auch wieder geschlossen. Ist eine coole Sache. Mache ich ganz gerne. Okay, ich benutze für Webserver, Game-Server immer Debian oder Ubuntu, weil es einfach ist und gut läuft. Schreibt Yannick, absolut würde ich an deiner Stelle auch für Game-Server oder so. Wie hast du da unten die Leiste mit dem Programm erstellt? Habe dein Video dazu gesehen, allerdings bleiben mir links und rechts die schwarzen Balken bestehen. Das kannst du ganz einfach einstellen, indem du hier Rechtsklick drauf gehst auf Leiste, auf Leisteneinstellungen und dann hier einmal Länge automatisch erhöhen eingibst und die Prozentzahl runterstellst. Ja, jetzt kann ich hier die Prozentzahl ganz hochstellen oder ja, eben auf quasi 1% und eine Länge automatisch erhöhen eingeben. Na, so kann man das machen. Kennst du Puppy Linux? Fragt Max Power. Ja, habe ich mal so angeschaut. Weiß ich nicht, wozu man das nutzen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum nimmst du nicht Nextcloud auf einem Raspberry Pi? Kostenpunkt der Raspberry Pi und die SSD, weil der Raspberry Pi für mich zu langsam war. In dem Fall. Weiß ich nicht.
Und außerdem kann ich den nur von meinem Heimnetzwerk dann erreichen oder über VPN. Und mein Upload war echt schlecht auf dem Raspberry Pi oder auf meinem Heimnetz. Ja, das habe ich nämlich schon mal so gemacht. Und von daher habe ich mir gesagt, hey, gut, mietest dir mal was im Internet, dann hast du wenigstens auch einen gescheiten Upload quasi. Ich habe gestern manuell auf Linux Mint 20 geupdatet. Meine Einstellungen sind geblieben, schreibt Warpix. Ganz kurze Frage, wie hast du das gemacht? Einfach mal so als Frage. Kannst du mir gerne mal entweder per Mail schreiben, per Discord oder hier in die Chatspalte. Schauen wir mal weiter. Okay. Was sagst du zu FreeBSD? Ich selber habe FreeBSD noch nie richtig genutzt. Muss ich irgendwie mal machen. Wollte ich, glaube ich, schon immer mal in einem Livestream machen. Aber nicht heute. Kennst du AV-Linux? Fragt MaxPower. Ja, ich kenne AV-Linux. Habe ich mir mal angeschaut. Ist ganz nett eingerichtet. Wobei am Ende sehe ich auch nicht den Existenzgrund, um ehrlich zu sein. Ist halt schon ein bisschen Audio-Video-Sachen vorinstalliert, wenn es das ist, was du meinst. Ich hoffe. Sonst wäre es peinlich. Schauen wir doch mal nach. AV-Linux. Ja, genau, das war's. Ja. Ja, genau. Habe ich mal sogar einmal angeschaut selber. Ja, fand ich ganz nett. Wobei irgendwie, meiner Ansicht nach, tut es ein Ubuntu oder ein Elementary oder Linux Mint oder Manjaro auch. Und man installiert sich einfach nur die Software drauf. Kann man aber natürlich machen, wenn man will. Ist garantiert ein nettes Linux. Okay. Win heißt übrigens, will ich nicht. Gut zu wissen, dankeschön. Wie hast du denn partitioniert? Kannst du mal erklären, für was welches gut ist? Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, so richtig fundiert darüber kann ich, um echt zu sein, nicht sprechen darüber, weil ich selber eine Root-Partition habe und das war's. Kennst du eine Alternative für Datev? Muss ich dich leider enttäuschen. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wie hast du dein Panel unten so klein bekommen? Fragt Beat Zimmermann. Kann man auch ganz einfach machen. Hier rechtsklick Leiste, Leisteneinstellungen und dann kannst du hier die Zeilengröße einstellen. Habe ich jetzt hier auf 38, kann ich jetzt hier auf 64 erhöhen oder halt eben wieder auf zum Beispiel 25 stellen oder auf 38, wie ich das jetzt hatte. Wann steigst du um auf Linux Mint 20? Ich denke, ich werde so in ein paar Wochen umsteigen, wenn ich mal Lust und Zeit habe und nichts anderes zu tun habe in meinem Leben. Nee, ich weiß es noch nicht. Also ich denke schon in ein paar Wochen auf jeden Fall. Was ist Group 2? Boah, core.img. Das ist irgendeine Datei, die wahrscheinlich dann beim Group gebootet wird. Kann ich dir aber nicht im Detail gerade beantworten. Habe ich mich noch nicht groß mit beschäftigt. Was sagst du zu Opera Neon Browser? Ich habe das mal mitbekommen. Ich selber habe ihn noch nie ausprobiert. Weil Opera eben bei mir halt so das Problem war, dass die halt irgendwie... Popera. Wer kennt nicht Popera? Opera Privacy... Policy. Die waren nicht so gut, soweit ich weiß. Schauen wir mal hier. Bild den Adblocker. Irgendwie hat die bei mir einen ganz schlechten Ruf gehabt wegen irgendwas. Kann aber auch sein, dass es in gewisser Weise unbegründet war. Ist Opera Open Source? Ich glaube nicht. Um ehrlich zu sein, oder? Und von daher muss ich sagen, finde ich das nicht so cool. Ansonsten schauen wir mal auf Wikipedia.org Opera. Wobei eigentlich Popera auch witzig wäre. Browser. Nein, ich will keine LibreOffice hier. Schnell weg hier. Okay. Opera Software. Lizenz, ja, proprietäre Version mit Freeware und Open Source Komponenten. Halt nur Open Source Komponenten und ich komme mit Open Source. Von daher fällt es für mich so raus, insgesamt Opera. Läuft Google unter Linux Mint?
Wir haben gar nicht mehr so viel, ne? Haben jetzt so langsam alles abgearbeitet. Das freut mich. Okay. Wo haben wir das Google? Ach, da. Ich habe es direkt markiert. Läuft Google unter Mint 20 noch? Google Drive, Kalender und so weiter? Oder beschränkt sich das nur auf Chromium? Das Ganze beschränkt sich nur auf Chromium. Da brauchst du dir keine Sorgen machen mit Google Drive, Kalender und so weiter. Okay. Wunderbar. Bea Zimmermann, dann nutzt du wahrscheinlich kein XFCE, sondern Cinnamon. Das kannst du dann aber auch rechtsklick in den Einstellungen suchen, über Leistenhöhe oder sowas. Müsste auf jeden Fall gehen. Wieso nutzt du Linux Mint und nicht Manjaro? Ich muss ganz ehrlich sagen, Linux Mint gefällt mir einfach persönlich irgendwie besser. Weiß ich nicht. Ja. Manjaro ist aber auch eine tolle Sache. Habe ich auch schon mal probiert und fand ich echt klasse. Welche Drucker funktionieren sehr gut unter Linux Mint? Also HP funktioniert immer sehr gut, Brother funktioniert anscheinend sehr gut, Samsung funktioniert meistens nicht so gut. Was gibt es sonst noch so an Druckermarken? Ja, da muss ich auch mal ein Video zu machen. Ich glaube, die Frage kriege ich auch jeden Livestream, glaube ich, gestellt und ich kann sie leider immer nur so halb beantworten. Ja? Von daher, ja, also HP funktioniert immer super. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ist eigentlich ein XT5-Dateisystem in Planung? XT4 wurde ja schon seit 2008 veröffentlicht. Boah, Dominik, da fragst du mich was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es garantiert irgendwie in Planung ist. Also, ja, es gab XT2, es gab XT3, es gibt jetzt XT4, dann gibt es garantiert auch XT5. Ja, schauen wir mal. Nachfolge. Wow. Okay, anscheinend noch nicht. Also jedenfalls noch nicht offiziell. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist halt momentan noch nicht der Bedarf dafür. Weil wenn wir hier die Maximalwerte sehen, was so alles hier gespeichert werden kann in XT4 maximal, das reicht anscheinend noch ganz gut. Ansonsten muss man mal schauen. Also ich bin mir sicher, dass es irgendwann XT5 geben wird. Aber ich denke, für uns ist das noch eine lange Zeit bis dahin. Eine eigene Home-Partition ist Gold wert, da ein System, nee, dein System läuft nicht oder sowas. Installiere es neu, Home-System wieder einbinden, aber nicht formatieren, booten und fehlende Programme installieren läuft. Linux-User, ja, das ist auf jeden Fall so eine Idee. Wobei bei Linux Mint man das zum Beispiel mit Timeshift umgehen kann mit den Wiederherstellungspunkten. Und ansonsten, wenn man jetzt ein neues Linux oder eine neue Version installiert, habe ich da in dem persönlichen Ordner, in den Einstellungen von dem Desktop und von dem Programm teilweise eben Ungereimtheiten mitbekommen, weil das halt ganz einfach eine andere Version dann war von den ganzen Programmen und vom Desktop. Und von daher, da es teilweise Probleme gab. Von daher weiß ich nicht so richtig, aber das ist auf jeden Fall ein Grund, warum man das machen kann. Okay. Trümmi fragt gerade, Leute, fragt mehr, er ist gleich durch. Nein, Mami, er ist gleich durch. Ja, ist doch schön, dass wir heute mal alle Fragen abgearbeitet haben. War ja heute auch ein bisschen ruhiger, was ja auch immer mal ganz nett ist. Ja, das habe ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, wenn wir dann Schluss machen. Und von daher, ja, ist ja auch guter Sommerabend. Wahrscheinlich sind dann doch noch ein paar am See oder ja, haben die Zeit anderweitig genutzt und genau, freut mich auf jeden Fall, dass ihr aber trotzdem noch alle da seid. Unter Windows ist es relativ einfach, Ordner im Netzwerk freizugeben. Unter Linux habe ich gehört. Wahrscheinlich meinst du unter Linux nicht, hast du gehört. Ist es tatsächlich auch, denke ich. Kann ich das hier öffnen? Ja, passt. Ja, ist jetzt nichts irgendwie Verwerfliches bei. Im Netzwerk kann man das hier schon nachschauen. Windows-Netzwerk dann und so weiter. Sind wahrscheinlich sogar ein paar Sachen drin. Workgroup. Ja, über Samba. Freigeben kannst du das sogar mittlerweile relativ einfach. Genau, FritzNAS kannst du hier eingeben. Weiß ich nicht. Ja gut, FritzNAS müssen wir nicht drauf schauen. Jedenfalls so die Sache ist, das geht eigentlich mittlerweile ganz einfach. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich selber noch nie groß gemacht und es gab da auf jeden Fall früher Probleme. Sollte mittlerweile aber behoben sein. Wie macht man eigentlich eine eigene Distro, fragt der Robot. Also, da kann ich dir immer die minimal.iso empfehlen. Minimal.iso. Bilder. Wow, Bilder. Geil.
Minimal.iso gibt es auf Ubuntu. Ja, da kann man sich hier die Installation der Minimal CD raussuchen und wahrscheinlich auch schon von Linux Mint. Nein, gibt's, von Ubuntu 20.04 gibt es tatsächlich noch gar nicht. Wird es das mal geben oder haben wir es aufgegeben? Jedenfalls ist das halt immer ganz gut. Dann startest du quasi noch nicht ganz von Null, hast also funktionierendes System, aber halt eben noch keine grafische Oberfläche, dies, jenes, das noch nicht. Habe ich mal einen Livestream zugemacht, drei Teile dazu. Kannst du auf meinem YouTube-Kanal anschauen, unter irgendwie vergangene Livestreams oder so. Ist auch in der Playlist drin. Okay, wunderbar. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe dir über Discord eine Frage zu Ubuntu 20.04 für einen Bootmenü-Eintrag. Habe jetzt schnell dein Video grob kaputt versucht und nur sagt Boot Repair immer, ich in EFI starten. Immer ich in EFI starten. Okay. Ich glaube, du musst das Ganze schauen, dass du den Bootstick dann entweder per EFI startest oder eben per BIOS. Das kannst du eben BIOS selber einstellen. Beziehungsweise BIOS oder Legacy Node heißt das. Mode. Also entweder UEFI oder Legacy Mode und da musst du mal schauen, wie du das starten sollst. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, wie du den USB-Stick in der Hinsicht startest. Okay, dann schauen wir weiter. Dann, wie hast du den Ausschaltknopf links unten im Panel erstellt? Hier meinst du? Ist rechts unten. Jedenfalls kannst du hier neue Elemente hinzufügen unter XFCE. Dann kannst du die Aktionsknöpfe direkt machen. Was du aber auch machen kannst, ist ganz einfach den Befehl da zu definieren. Also du kannst einen neuen Starter erstellen, kannst ihn zum Beispiel herunterfahren nennen. Ja, dann kannst du hier auch irgendwo ein Icon auswählen. Machen wir das mal. Ja, mach mal hinne hier. Dann kannst du Shutdown mal suchen. Okay, dann machen wir mal alle Icons. All Icons Shutdown, hier, System Shutdown, zack, okay. Jetzt hast du schon ein Icon, dann kannst du irgendeinen Kommentar eingeben und Command kannst du Shutdown Now eingeben. Das müsste in dem Fall reichen. Sagst du Create und jetzt ist es garantiert irgendwo da. Ja, ist auf einem anderen Bildschirm erschienen und jetzt kann ich das hier einfach durch Doppelklicken dann sofort herunterfahren zum Beispiel. Ist auch eine ganz nette Sache. Genau, wunderbar. Dann, und das dann halt zur Leiste hinzufügen, aber ja. okay. Was ist besser, TeamViewer oder AnyDesk? Das ist eine gute Frage. Ich traue in der Hinsicht AnyDesk besser oder mehr, weil es ein deutsches Unternehmen ist, nicht so wie TeamViewer und auch weniger kann als TeamViewer und du dich nicht anmelden musst. Unter Windows ist es relativ einfach, online im Netzwerk freizugeben. Unter Linux habe ich gehört, dass man das dort mit Samba macht, schreibt Tube. Ja, das macht man mit Samba. Die ersten Anleitungen im Internet, die ich gelesen habe, waren über Textbefehle. Geht es unter Linux auch grafisch und einfach wie unter Windows? Ja, kann man machen, einfach im Dateimanager. Zum Beispiel, also wenn du Linux Mint hast, müsste das ganz gut gehen über den Punkt freigeben. Aber da muss ich mich ganz ehrlich auch noch ein bisschen besser mit beschäftigen. Du könntest mal ein eigenes Forum machen, das wäre mega mit deinem Linux-Wissen. Ja, das wäre eine coole Sache, absolut. Ob mein Linux-Wissen auch so eine gute Sache ist, weiß ich nicht. Aber ein Forum wäre eine coole Sache auf jeden Fall. Also ich habe halt den Discord-Server in der Hinsicht. Könnt ihr mal alle gerne vorbeischauen. discord.linuxguides.de. Da kann man auch Fragen und stellen und so diskutieren und so weiter. Also ein Forum weiß ich nicht, na, ob das gut angenommen wird. Tatsächlich sollte ich es einfach mal ausprobieren, denke ich. Wie findest du Bashtop? Bashtop? Was ist denn Bashtop? Ja, wird hier von neuen Sachen hier immer zugeballert. Das ist ja unglaublich. Bashtop, okay. Resource Monitor. Ja gut, sowas wie Hardtop wahrscheinlich, ne? Muss ich sagen, weiß ich nicht. Also mir reicht Hardtop auf jeden Fall oder Htop. Und oh, okay, das sieht schon cool aus. Okay, ich verstehe, was du meinst. Okay, das sieht echt cool aus. Ja, warum nicht? Ja, ich glaube, das werde ich mir einfach mal installieren, so just for fun. Okay, wo kann man das installieren? Installation, da. Ah, macht man über Python dann. Ja gut, warum nicht? Also, okay. Ne, hier. Ah, okay. Make install macht man dann hier.
Oh, und es gibt ein Official Debian Repository. Since Debian 11. Debian 11 ist noch nicht mal draußen, Leute. Und Ubuntu gibt es ein PPA. Okay, cool. Ja, probiere ich mal aus. Sieht echt cool aus. Also ich muss sagen, der Screenshot verspricht schon echt viel. Wunderbar. Was sagst du zu... Nee, was sagst du zu Zorin OS? Ich glaube, wir müssen echt so langsam aufhören. Ich kann nicht mehr sprechen hier. Zorin OS ist ein nettes Betriebssystem. Ja, habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Livestream mal ein bisschen genauer behandelt. Ansonsten probiert es gerne mal aus. Ich finde es eine tolle Sache. Es sieht echt wirklich schön aus. Und man kann hier relativ einfach dann Zorin OS herunterladen. Einmal die Ultimate-Version, die kostet 39 Euro. Die Core-Version, die kostet nichts. Und die Lite-Version kostet auch nichts. Die ist schon für ältere Computer. Ist richtig cool, ist richtig modern. Und hat mir persönlich sehr gut gefallen, muss ich sagen, auch beim Testen. Und Zorin Grid kenne ich jetzt auch noch nicht. Okay. Zorin Grid. Ah, okay, sowas in der Hinsicht. Ja, ist garantiert eine nette Sache, ne? Coming this summer. Okay. Wunderbar. Dann, ja. Computers kann man hier, glaube ich, auch kaufen. Von Star Labs. Okay, cool. Star Laptop und Star Light. Nett, nett. Und ansonsten so Clevo. Sick. Nova Custom. Cool, okay. Ja, sieht ganz nett aus, die Computer hier und so weiter. Nee, ansonsten kann ich das Ding euch nur empfehlen. Habe ich auch schon mal ein ganzes Video zugemacht. Und das findet ihr einmal hier. Schick, schicker Zorin OS. Hey, da habe ich noch, da habe ich noch richtig, was wollte ich sagen, richtig Fantasie gehabt, beziehungsweise richtig Kreativität hier gehabt bei dem Namen. Okay, gut. Nö, kann ich nur mal empfehlen. Anzuschauen ist echt eine nette Sache. Wunderbar. Braucht man ein Antivirus unter Linux, fragt Max Power. Sag mal, du stellst ja Fragen, wie sie im Bilderbuche stehen. Natürlich habe ich dazu schon mal ein Video gemacht, und zwar Virenschutz unter Linux. Ist hier irgendwo zu finden. Ansonsten, wenn du zu faul bist, gibst du einfach Virenschutz Linux Guides ein. Und dann findest du hier ein tolles Video dazu. Okay. Dann wunderbar. Danke, Jean, für das Beantworten der Fragen. Finde die Livestreams super. Werde auf jeden Fall Patreon werden. Boah, Kingsway, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Bei Patreon wollte ich sowieso jetzt mal die ganzen Tiers nochmal verändern und einfach nochmal ein bisschen ich sag mal, abspecken und auch gar nicht so mehr so viele anbieten. Ich glaube höchstens 10 Euro pro Monat oder sowas. Und dann tatsächlich nur, dass die in der Endcard dann vielleicht eingeblendet werden. Mehr würde ich da jetzt tatsächlich gar nicht erstmal machen. Ich habe da nämlich noch ein paar Sachen so drin stehen, die ich am Anfang schon erfüllt habe, aber irgendwie ist dann irgendwann, ja, einfach nicht mehr. Boah, nicht mehr beachtet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, ja, werde ich da im Patreon auf jeden Fall dann nochmal die Tiers ein bisschen ändern. Und magst du nicht zum Abschluss noch etwas Schönes singen für uns, fragt Tobias H. Schneider. Puh, nee, du. Sonst kommt ihr alle nicht mehr. Okay, wunderbar. Wie hast du dir Python beigebracht? Ich muss sagen, ich habe mir Python, glaube ich, sogar ziemlich selber beigebracht. Ansonsten gibt es einen klasse YouTube-Kanal, der heißt, gute Frage, wer hat denn die Python-Tutorials gemacht? Also auf jeden Fall The Morpheus-Tutorials hat er richtig klasse Tutorials zugemacht. Ja, ist von The Morpheus-Tutorials. Der Typ macht richtig, richtig gute Videos. Kann ich nur empfehlen. Vielen Dank für die ganzen Antworten. Wie aktualisierst du denn Linux mit 20, ohne deine Daten zu verlieren? Machst du immer ein externes Backup? Beste Grüße, Dennis. Also, Dennis, ich mache, ja, wenn du jetzt mich so offiziell fragst, natürlich immer Backups und zwar immer jeden Monat. Die Wahrheit ist, das habe ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht. Das sollte ich unbedingt mal wieder machen. Jedenfalls habe ich eine eigene Data-Partition auf einer anderen Festplatte und tue, wenn ich nochmal gparted öffne,
Also ich selber werde Linux Mint 20 so installieren, dass ich das hier auf diesen freien Platz packe. Wenn irgendwas von der neuen Linux Mint Version nicht funktioniert, kann ich immer noch auf das alte zurück und meine Daten liegen nicht da und liegen auch nicht hier, sondern die liegen auf einer anderen Festplatte, auf einer HDD, auf einer /data-Partition, das alles. Und wenn man meinen persönlichen Ordner anschaut, dann, das tue ich mal löschen hier, das will ja keiner sehen, jedenfalls dann habe ich hier halt überall Verknüpfungen dann gemacht. Ja, fertig. Und es sieht mittlerweile so unaufgeräumt aus. Es ist unglaublich. Okay, genau, das wäre es dazu. Dann schauen wir nochmal. Heieiei, jetzt wurde wieder viel geschrieben, ne? Ja, kommen wir doch heute nicht durch. Okay. Marco Spandau. Ja, ich finde deinen Nachnamen sehr sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie synchronisierst du Kontakt und Kalender? Google Nextcloud oder hast du noch mehr ausprobiert? Ich nutze Nextcloud dafür. Ja, habe ich auch über mein Handy so laufen, über den DAV-Droid dann, über F-Droid installiert und funktioniert wunderbar. Ich nutze Radikale, ist aber nicht einfach so zu bedienen. Okay, also ich kenne auf jeden Fall nur Nextcloud dazu, beziehungsweise mache das nur und das finde ich klasse. Für welche Distros beantwortest du Fragen? Für welche Distros hast du denn Fragen aus der Gamer? Kannst du mir bitte zeigen, wie man Epic Games installiert auf Ubuntu 19.04? Leon Vogt, da muss ich dich leider enttäuschen, das geht, soweit ich weiß, nicht. Epic Games, der Epic Games Launcher geht nur auf Windows. Sehr schade. Was ist Ubuntu Studio? Ubuntu Studio ist ungefähr so ähnlich wie dieses AV-Linux, was wir vorhin hatten. Ist quasi einfach nur eine Ubuntu-Version mit ein bisschen Studio-Software, also Kdenlive, Live, OBS, sowas in die Hinsicht. Was gibt es sonst noch so? Audacity und sowas halt in die Hinsicht. Okay, ja, das Zeug kannst du vor Anmeldung auf einem anderen Terminal mit Root-Account löschen. Okay, da unterhaltet ihr euch. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich wäre an dieser Stelle fertig. Hat mich sehr gefreut, dass ihr alle jetzt bis dahin geblieben seid. Ja, die Zuschauerzahl war sehr konstant, das hat mich sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich nächsten Monat wieder, wenn es dann wieder heißt, die Linux-Fragestunde. Ja, und tut mir leid, dass ich jetzt dann doch wieder nicht mit allen Fragen durchgekommen bin. Einfach dann das nächste Mal vielleicht nochmal stellen oder nochmal im Discord stellen. Und dann kann ich euch da auch noch helfen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend. Hat mich sehr gefreut, dass ihr alle da wart. Und bevor ich jetzt noch eine Verabschiedung von über 5 Minuten mache, ja, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wow, das dritte Mal und hoffentlich auch das letzte Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. War mir eine Ehre. Ciao.